Dies, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studentinnen und Studenten, ist ein ganz besonderer Abend. Es geht nicht um die US-Präsidentschaftswahl, sondern es geht um den Auftakt der Jugendmedientage, die ab morgen offiziell stattfinden. Und wir freuen uns sehr, dass wir als Partner der Jugendpresse Deutschland in Kooperation heute Abend quasi als Vorspiel diese tolle Podiumsdiskussion, ob sie toll wird, werden wir noch sehen, aber mit diesen tollen Gästen und in Kooperation auch mit dem DJV veranstalten dürfen. Für alle die, die zu Hause geblieben sind, da gucke ich mal in die Kamera und das live im Netz verfolgen, auch einen guten Abend. Wir streamen das heute live auf dem Portal Voca und hoffen natürlich auch, dass dort einige zuschauen. Wir haben zumindest kräftig Werbung über die sozialen Netzwerke gemacht. Also auch das schon ein kleiner Beitrag zum Wert der Medien und zur Bedeutung des Internet für unsere Gesellschaft und für den Journalismus im Besonderen. Wie das immer so ist bei solchen Veranstaltungen, das kostet viel Kraft und Nerven und deswegen möchte ich gleich den Abspann zum Vorspann werden lassen und mich einfach ganz kurz bei meinem Team der Journalistik bedanken, insbesondere bei Christoph Grimmer, der dieses Event hier, vielleicht stellt sich mal kurz hin, fast alleine in eigener Regie organisiert hat. Also ganz lieben Dank dafür, dass das so wunderbar geklappt hat. Wir wollen Sie gerne zu Beginn konfrontieren mit der Realität. Und deswegen haben wir gedacht, der beste Realitätscheck ist es jetzt einfach mal zu schauen, wie die Abgänger unseres Studiengangs in der Berufspraxis eigentlich zurechtkommen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass heute zwei Studenten zu Gast sind, unserer Bitte gefolgt sind, nach Hamburg zu reisen, um mal zu erzählen, so ein bisschen, wie war das eigentlich, als wir mit dem Studium abgeschlossen haben. Und gleichzeitig soll uns das auch dienen, so ein bisschen als Input für die Diskussion. Deswegen begrüße ich ganz herzlich Elisa Dullweber. Kommen Sie gerne nach vorne. Und Henrik Dickert. So sehen Sie also aus. Das sind die ersten Absolventen des Journalistikstudiengangs, also gewissermaßen die Pioniere der MHMK, die jetzt schon seit einiger Zeit in der Praxis sich bewähren mussten. Elisa ist, ich habe es nochmal aufgeschrieben, 23 Jahre alt, inzwischen hat Kulturjournalistik studiert und Henrik ist 24 Jahre alt und hat Sportjournalistik studiert. Und wir dachten, es ist auch einfach eine tolle Gelegenheit, wir haben das intern den Jungblutreport genannt, jetzt mal zu hören, was da eigentlich auf junge Menschen zukommt, wenn sie so mit Anfang 20 in den Beruf starten. Wir wollen uns ganz kurz sozusagen als Auftakt für diese Diskussion hier vorne hinsetzen, uns anhören, was die beiden uns zu erzählen haben. Das Ganze dauert vielleicht so 10 Minuten und dann legen wir sozusagen mit den etablierten Journalisten los. Sollen wir die hier nehmen? Ja. Okay. Ja, ich fange einfach mal an. Das hat Herr Weichert ja schon gesagt, also ich bin Elisa Dullweber und ich habe jetzt vor einem halben Jahr etwa meinen Abschluss hier gemacht und ich glaube, das wird ganz viel überraschen, was ich jetzt sage. Mein Berufseinstieg ist unfassbar glatt verlaufen. Also es war eigentlich relativ hürdenfrei. Und zwar war es so, dass ich jetzt ein Volontariat angefangen habe bei RTL Nord. Das ist hier der lokale Teil von dem großen Sender. Ich bin jetzt in Kiel und mache das jetzt 2 Jahre lang. Und das ist eigentlich genau das, was ich immer machen wollte. Also ich durfte vom ersten Tag raus, ich darf Geschichten machen. Ich muss es nicht als VJ machen, ich muss nicht die gesamte Technik selbst machen. Ich kriege ein Kamerateam dazu, ich kriege einen Tonassistenten dazu. Ich habe einen Cutter, der mir hinterher beim Schnitt hilft. Und ich kann eigentlich genau die Geschichten machen, die ich immer machen wollte. Und dazu kommt halt, dass ich sagen würde, es ist wirklich eine richtige Ausbildung. Also anders als das ja immer wieder hört. Also ich habe eine Ausbildungsbeauftragte, die sich darum kümmert, regelmäßig zu schauen, wie es uns geht und die uns auch wirklich betreut. Ich kriege bezahltes Sprechtraining, auch wenn man das jetzt noch nicht merkt, aber es soll eigentlich langfristig besser werden. Ich habe regelmäßig Seminare, die mir bezahlt werden, in denen ich unterrichtet werde. Also für mich ist das eigentlich genau das, was ich immer machen wollte. Und wenn ich jetzt überlege, wie ich da jetzt hingekommen bin, war das eigentlich ein ganz klassischer Weg. Also es hat wirklich angefangen, dass mir der Deutschunterricht Spaß gemacht hat, dass ich dann bei der Lokalzeitung angefangen habe, neben dem Abi so zu arbeiten, habe dann ein Praktikum gemacht und für mich war eigentlich immer klar, ich möchte studieren und
habe aber gar nicht mir so Gedanken darüber gemacht, wie ich jetzt in den Journalismus damit komme. Ich dachte mir, ich will Journalistin werden, ich möchte studieren, also studiere ich Journalismus. Und viel weiter habe ich wirklich nicht gedacht. Habe dann hier die Makromedia gefunden, habe dann hier angefangen und wusste da noch gar nicht genau, in welche Richtung es eigentlich gehen soll. Also ich kam halt von einem Printpraktikum und dachte, ja, ich möchte auf jeden Fall schreiben. Dann hatten wir hier das erste Radioseminar, da dachte ich, ich möchte auf jeden Fall Radio machen. Dann hatten wir das erste Fernsehseminar und dann dachte ich, Fernsehen, das ist es. Und dabei ist es dann auch geblieben. Ich habe neben dem Studium halt schon relativ viel in der Praxis gearbeitet. Also ich habe immer nebenher geschrieben. Und zwar fürs Harburger Wochenblatt, wofür ich oft beschimpft wurde, möchte ich fast sagen, dann bei anderen Praktika. Also ich war dann später bei Sat.1 in der Lokalredaktion und da wurde mir dann zum Beispiel gesagt, dass ich das niemals in meinem Lebenslauf schreiben dürfte, dass ich für so eine Zeitung schreibe und das wäre ganz, ganz furchtbar und ich müsste mich dafür in den Boden schämen. Und ich muss aber nachträglich sagen, dass ich glaube, dass gerade diese Sachen mir total geholfen haben, weil ich da einfach jeden Tag oder zumindest jede Woche eine kleine Geschichte schreiben konnte. Ich konnte die selbst recherchieren, ich konnte sie selbst umsetzen. Und ja, ich war halt gezwungen, immer wieder irgendwas zu schreiben. Und es war auch oft überhaupt nicht gut, aber es wurde gedruckt und ich konnte dadurch halt viel üben. Und ja, ich glaube, das waren so die Sachen, die mir sehr geholfen haben. Also eigentlich die ganz kleinen Sachen, gar nicht die großen Namen, sondern wirklich die kleinen Sachen. Ich habe dann bei Hamburg 1 ein längeres Praktikum gemacht. Und das war wirklich, würde ich sagen, der Basisstein, um dann weiterzukommen eigentlich. Weil ich da die ganzen technischen Sachen gelernt habe, verstanden habe, wie Fernsehen erstmal grob funktioniert und dadurch überhaupt die anderen weiteren Praktika bekommen habe dann. Und was wirklich toll war hier, also ich habe ja hier studiert und es ist wirklich eine hervorragende Uni, kann ich sagen. Und was halt wirklich toll war, ist, dass wir so ein halbes Jahr komplett Praxissemester hatten, wo wir dann jeweils 3-monatige Praktika zwei machen konnten. Und bei mir war es dann so, ich habe halt die eine Hälfte bei Sat.1 verbracht, die andere bei RTL Nord. Bin dann da als studentische Hilfskraft in der Planung hängen geblieben. Also ich muss sagen, journalistisch, was die Beiträge angeht, wurde mir da erst gar nicht so viel zugetraut, aber das Recherchieren hat ganz gut geklappt. Das habe ich übrigens in der Zuschauerredaktion vom NDR ein halbes Jahr lang gelernt. Also auch das ein Job, wo viele sagen, warum braucht man den, aber er hat da viel geholfen. Und ja, bin dann da hängen geblieben, einfach war dann mit dem Studium fertig, dann war was in Kiel eine Volontariatstelle frei und die habe ich dann halt bekommen. Also es war eigentlich ein ganz fließender Übergang und ich muss sagen, ich bin da jetzt sehr glücklich mit. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, würde ich sagen, also für mich war es genau der richtige Weg hier, dieses Studium auf jeden Fall, auch dass es Journalistik war. Ich weiß, dass ja immer so die, ja, das, was einem auch mal ganz verschiedene Menschen ganz unterschiedlich erzählen, also die einen sagen, Journalistikstudium ist genau das Richtige, um die Praxis zu lernen und die anderen sagen, es ist der größte Unsinn, es ist ein Handwerk und ihr müsst erstmal irgendwas kapiert haben, bevor ihr dann das lernt. Für mich war es, glaube ich, gut, aber ich bin jetzt auch niemand, der sich komplett auf Politik oder Wirtschaft oder vielleicht sehe ich auch mehr nach Promi-Geschichten, das weiß ich nicht, spezialisieren möchte, sondern ich finde es halt schön, alle möglichen Geschichten zu machen und deshalb war es für mich genau richtig. Also ich habe dieses Basiswerkzeug gelernt, würde ich sagen, hier an der Uni, konnte das dann durch die ganzen Praktika und die freie Mitarbeit so ein bisschen verfeinern und hatte dadurch, glaube ich, einen recht leichten Übergang dann ins Berufsleben. Also da war jetzt auch viel Glück natürlich bei und es ist auch nur ein Volontariat, das heißt, in 2 Jahren kann ich vielleicht auch schon wieder auf der Straße stehen, aber ja, für mich würde ich sagen, war das genau richtig, wie es gelaufen ist. Das war jetzt eine halbe Lebensgeschichte ja. In 4 Minuten. Ganz toll, vielen Dank. Henrik hat, glaube ich, ein bisschen andere Erfahrungen gemacht, obwohl er jetzt dann auch letztlich beim Fernsehen gelandet ist, aber im ganz anderen Bereich, nämlich im Sport. Ist auch im Fernsehen, ja. Soll ich jetzt auch ganz vorne anfangen? Ja, du kannst auch vielleicht ein bisschen kommen. Ich fange ganz schnell ganz vorne an. Ich arbeite mittlerweile in Mainz beim ZDF in der Hauptredaktion Sport und bin von Hamburg nach Wiesbaden gezogen, nachdem das Studium hier beendet war, zu Beginn des Jahres. Ich habe, als ich 14 war, ein Praktikum in der Sportredaktion vom Norddeutschen Rundfunk gemacht, 2 Wochen Schülerpraktikum, Betriebspraktikum, und danach wusste ich, was ich machen möchte. Ich möchte genau das machen, was die da machen. Ich möchte er mich dahin führt. Also ich habe dann in der Oberstufe angefangen, er mich dahin führt. Also ich habe Lokalblättchen bei uns da im Hamburger Westen zu schreiben für den Klönschnack. Habe für das Sportmikrofon geschrieben, viele Jahre, die hier über Amateurfußball berichten. Fürs Hamburger Abendblatt ein Jahr lang, für die Lurupa Nachrichten ein Anzeigenblättchen. Da dann gab es dann auch den berühmten Kaninchenzüchterverein. Das war bei mir eine Frau, die im Winter Igel bei sich aufnimmt. Das riecht wundervoll in ihrer Wohnung. Und dadurch gelernt, wie man
oder ich habe selbst gelernt, wie ich am besten arbeiten kann. Wenn man einen Redaktionsschluss hat und viele, viele Themen und es gar nicht so ums Layout geht, sondern es geht eigentlich nur darum, möglichst schnell, präzise, nah eine Geschichte zu erzählen über Menschen, die die Leute, die die Geschichte lesen, wahrscheinlich auch noch kennen. Und da lernt man sehr viel genaues Arbeiten und lernt sich selbst kennen und seine Arbeitsmethoden sehr gut kennen. Ich war dann auf einem Symposium hier, als ich kurz vor dem Abitur in der HAW in Hamburg, und dort hatte auch die Makromedia einen Stand, die kurz davor war, ihren ersten Journalistikstudiengang zu starten. Und die Studienberaterin Katharina Schröder war das damals, hat mich dann zur Makromedia gequasselt, mehr oder weniger. Und ich habe das auch eigentlich nie bereut. Sie merken, das ist nicht abgesprochen. Nein, und ich bin ihr sehr, sehr dankbar dafür. Denn ich habe hier wirklich sehr, sehr viel Grundlagenwissen bekommen über journalistische Darstellungsformen, über die Richtung, die ich letztendlich machen möchte. Oder dass ich Fernsehjournalismus machen möchte. Das hat sich hier präzisiert, dass es nun genau das sein soll. Und also ich glaube, mit großem Schreibtalent oder journalistischem Talent wird niemand geboren, sondern das ist Erziehung, das sind Bücher, die man liest, das ist Begeisterung für einzelne Themen, die man hat oder entwickelt. Und dann kann man auch ein guter Journalist sein, aber wie man das ausdrücken kann, das haben wir hier im Studium, glaube ich, gut vermittelt bekommen. Und dann ging es eigentlich, wie Elisa hat gesagt, wir haben ein halbes Jahr Praxissemester gehabt, davon war ich 3 Monate in München bei Sport1 im Liga Total und 3 Monate beim ZDF in Mainz. Und das war so erfolgreich, dass sie gesagt haben, komm mal wieder, wenn du fertig studiert hast. Und dadurch, dass wir diese Möglichkeit haben, lange in einer Redaktion zu hospitieren, 3 Monate oder auch 6 Monate, wenn das möglich ist, haben wir die Möglichkeit, Spuren zu hinterlassen. Wenn man sich andere Hospitanten anguckt, die nach 2 Wochen oder 4 Wochen wieder verschwinden, an die erinnern sich Redakteure später nicht. Aber wenn man monatelang da ist und Zeit hat, sich einzubringen, dann wird auch an einen gedacht, wenn man die Arbeit dann gut macht. Und so bin ich da gelandet, war dieses Jahr auch schon mit bei der Fußball-Europameisterschaft in Warschau, war während der Olympischen Spiele und während der Paralympischen Spiele mit in London und lerne ganz viel und bin froh und dankbar. Das finde ich, danke. Das sind jetzt zwei ganz unterschiedliche Karrieren oder zumindest mal Ansätze, die sich irgendwo überschnitten haben, jetzt wieder in eine andere Richtung auseinandergegangen sind. Wenn wir jetzt gleich auf dem Podium miteinander sprechen, was würden Sie denn sagen, war die größte Hürde oder was ist für Sie die größte Herausforderung jetzt gewesen nach dem Studium? Mit welcher Schwierigkeit wurden Sie konfrontiert? Also vielleicht ein Gedanke. Dass man sich nicht zu schade sein darf für niedere Arbeiten. Also man hat im Studium, wir haben hier Beiträge gemacht, wir haben eine Zeitschrift selbst gemacht, wir haben eine Radiosendung gestaltet, wir haben mit fantastischen Dozenten gearbeitet, mit Michael Wech, der ein ausgezeichneter Dokumentarfilmer in der ARD ist, mit Herrn Bade, der früher das Nachtmagazin in der ARD moderiert hat, bei dem hatten wir Moderationstraining, wir hatten Sprechtraining, wir kommen hier eigentlich raus und denken, scheiße, wir können das alles. Weil wir halt wirklich alles gelernt haben. Und das ist ein absoluter Irrglaube. Und das zu erkennen und wieder ganz, ganz bescheiden an neue Aufgaben heranzugehen und dann dankbar zu sein dafür, dass man überhaupt dabei sein darf und die Rolle erstmal hinten anzustellen, das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Und wenn man dann mal 3 Wochen lang nur irgendwelche Interviews transkribiert zu Themen, die einen nicht interessieren, Recherchearbeiten macht, die im Sande verlaufen, dann bringt einen das journalistisch, gerade in unserem Alter, auch weiter. Und dann soll man das auch tun und
und erkennen, dass man jetzt mal kleine Schritte macht, die dann aber auch langfristig, mittelfristig zum Ziel sicher führen, weil sie einen auch immer voranbringen. Ich muss sagen, ich genau das anders erlebt. Ich bin nämlich rausgegangen und dachte, ich kann gar nichts und ich werde niemals einen Job bekommen, weil ich gestehe, ich war also auch öfter auf Veranstaltungen wie diesen hier und wir hatten viele Dozenten und ich das ist auch das, was echt so ein bisschen mein Anliegen ist, wo ich echt sagen muss, das fand ich schrecklich, weil ich kann mich an keinen einzigen Dozenten erinnern oder jemanden aus so einer Diskussion, der jemals gesagt hat, wenn man das will, dann wird das und es gibt Jobs und vielleicht werdet ihr einen davon bekommen, sondern ich kann mich wirklich nur an Menschen erinnern, die immer gesagt haben, nee, also erstmal wirst du niemals Geld verdienen, du wirst niemals einen Job bekommen, es gibt nur freie Mitarbeiterplätze und die auch eigentlich nur in der PR und wenn du jemals einen Newsletter verfassen darfst, dann hast du es eigentlich schon geschafft und also ich kann mich nur an sowas erinnern. Also wir hatten hier Gastdozenten, die kamen rein, ja, ich weiß auch nicht, warum ich hier bin, weil Job, nö. Und ihr sowieso nicht. Und ihr studiert auch alles Falsche. Und also ich bin hier raus, ich dachte, oh Gott, das wird niemals was. Und vielleicht sollte ich nochmal Medizin studieren. Das geht mit meinem NC zwar nicht, aber ich dachte, es muss immer noch leichter sein, eigentlich als Journalist zu werden. Und irgendwie ging es dann, ja doch, also ich bin noch weit davon weg, irgendwie so wirklich Journalist zu sein, aber immerhin habe ich jetzt irgendeine Stelle bekommen und die macht mir auch wirklich Spaß. Und also ich finde eigentlich, dass man vielleicht mal sagen muss, dass es nicht ganz so schlimm ist, wie man immer erzählt. Also was ich den Höhepunkt fand, war ehrlich gesagt, dass wir im letzten Semester hier auch einen Kurs hatten, der hat mich ein bisschen fast ans Hartz-IV-Training erinnert, weil wir wirklich, ja, wenn ihr freie Mitarbeiter seid, schließt niemals eine richtige Krankenversicherung ab, weil ihr wisst nie, wie lange ihr die bezahlen könnt. Also immer nur die kleine Version sozusagen und seid mit allem vorsichtig, liest niemals, schon gar nicht in den ersten Jahren und berechnet eure ersten Monatseinkünfte mit 50 Euro gefühlt. Also es war wirklich schrecklich. Also ich dachte wirklich, oh mein Gott, was habe ich mir hier eigentlich ausgesucht? Und habe dann gemerkt, wenn man dann draußen ist, gibt es doch viele glückliche Menschen in diesem Beruf, die auch alle sowas wie ein Leben haben und hin und wieder auch nochmal Freizeit und nicht nur depressiv mit Burnout und ohne Geld in der Gosse hängen. Und das fand ich irgendwie ganz nett, einfach das zu hören. Ja, Zeitungssterben war, glaube ich, ein Schlagwort im Studium. Ja. Genau, das ist, finde ich, eine ganz tolle Überleitung. Dieser Grundpessimismus der Branche, die sich selber in Grund und Boden redet auf der einen Seite und die Unterwürfigkeit, wenn man anfängt, im Journalismus wieder ganz von vorne zu beginnen. Damit würde ich gerne überleiten. Begrüße ganz herzlich Marina Fried als Moderatorin heute Abend. Ich darf dich gerne nach vorne bitten. Sie ist Vorsitzende des Landesverbandes vom DJV Hamburg, arbeitet als freie Journalistin und ist auch Dozentin hier an der MHMK. Und damit übergebe ich dir jetzt auch das Mikro, genau, was ja deins ist. Genau. Also. Danke. Ja, danke Stefan Weichert. Danke auch euch beiden, Elisa Dullweber und Henrik Dickert, für diese wunderbaren Einblicke nach dem Motto, es geht immer was. Und ich bin total froh, dass ihr heute Abend so positive Ergebnisse präsentieren konntet. Ich hoffe, den anderen Absolventen der Makromedia-Hochschule geht das ähnlich. Hiermit darf ich Sie alle herzlich begrüßen. Ich hoffe, es wird ein schöner, unterhaltsamer Abend und vor allem für die ganz vielen Nachwuchsjournalisten sehr informativ und es hilft Ihnen auf die Sprünge, auf welche Wege Sie sich auch immer machen wollen. Ich bin noch gebeten worden zu sagen, getwittert wird, unter Hashtag JMT12. Bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und noch ein Hinweis an alle Blogger und Twitterer. Wenn ihr die ersten Buchstaben auf der Tastatur lest, dann entdeckt ihr das Wort, das heute Abend den größten Raum einnimmt, nämlich Wert. W-E-R-T ist direkt nach dem Q, das vielleicht für Qualität stehen könnte. Der Begriff, den wir alle jeden Tag auf unseren Tastaturen sehen, ob wir es schon gesehen haben oder nicht. So, und jetzt bitte ich zu mir auf das Podium, und zwar, das können Sie sich aussuchen, in welcher Reihenfolge es ist. Es ist das Alphabet. Ich hätte auch die Alterslösung wählen können. Ich habe mich fürs Alphabet entschieden und wünsche mir als erste ausgewählt, sie wird uns den Blick auf den jungen Journalisten-Nachwuchs geben. Sie ist Geschäftsführerin der Jugendpresse Deutschland. Hallo, schönen guten Abend, Annalena. Wir haben ja schon gesprochen, wir sind per Du. Genau. Und ich würde sagen, du sitzt direkt zu meiner Linken.
Als Nächsten möchte ich gerne mit Blick auf die Medienhauptstadt Hamburg Dr. Carsten Broster zu mir nach vorne bitten, Leiter des Amtes für Medien in der Hamburger Senatskanzlei. Hallo. Für den wirtschaftlichen Blick auf die Medien bzw. den Wert des Journalismus begrüßen wir Steffen Klussmann, Leiter der Gruner & Jahr Wirtschaftsmedien und Chefredakteur der Financial Times Deutschland in der Runde. Ein Blick ins Regionale bietet uns Hamburger Abendblatt Chefredakteur Lars Haider und die Expertin für die digitalen Medien oder für die digitale Medienwelt ist Caroline Neumann. Sie arbeitet für das Medienportal Voca und ist zudem Redaktionsleiterin und sie ist Initiatorin der Digital Media Woman. Genau. Caroline. Caroline und ich duzen uns auch. Sie war nämlich wundersamerweise meine Mentee bei der Hamburg Media School, als die noch Journalistenausbildung gemacht haben. Daher kennen wir uns, schätzen uns und ich freue mich, dass ich Sie heute Abend hier auf dem Podium begrüßen kann. Als Erstes möchte ich die Runde bitten, sich selbst vorzustellen, damit die jungen Menschen, die hier sitzen, einen Eindruck von Ihnen bekommen. Annalena, fang doch mal an. Ja, gerne. Mein Name ist Annalena Alfter und ich bin keine Journalistin, aber ich habe Geisteswissenschaften studiert. Das ist ja auch bekanntlich nicht der bestbezahlteste Berufseinstieg und da wird auch vorgewarnt, Geisteswissenschaften zu studieren. Also ich habe Kommunikationswissenschaften und politische Wissenschaft studiert und arbeite jetzt ganz nah mit eng mit jungen Journalisten zusammen. Und zwar leite ich die Jugendpresse Deutschland als Geschäftsführerin und wir veranstalten ganz viele Seminare, Veranstaltungen, Workshops für Nachwuchsjournalisten und stellen auch zum Beispiel einen Jugendpresseausweis aus. Und unser Anliegen ist es, dass eben auch junge Journalisten ernst genommen werden als Journalisten, die auch einen Auftrag haben in unserer Gesellschaft, hinter die Kulissen zu gucken und genau, also da ist sozusagen unser Anliegen und unser Augenmerk liegt darauf und ich freue mich sehr hier zu sein und freue mich auch so viele junge Journalisten hier zu begrüßen. Ja, das überprüfen wir gleich nochmal, wer hier jung ist oder wer nicht. Dr. Carsten Broster, machen Sie doch gerne mal weiter. Ja, sehr gerne. Also ich habe auch mal so angefangen wie die beiden Kolleginnen, die vorhin hier schon gesprochen haben. Ich habe Journalistik studiert in Dortmund seinerzeit und da war das genauso mit dem, das wird alles nichts und also Einführungswoche war auch los, Sie studieren einen Beruf, den es in 10 Jahren nicht mehr geben wird. Das sei empirisch schon mal widerlegt, weil die 10 Jahre sind abgelaufen, den Beruf gibt es noch und andererseits ist es irgendwie auch Tradition, dass man den Untergang des Journalismus vorhersagt, das gibt es auch schon seit Jahrhunderten. Ich habe da studiert, habe ein Volontariat bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung gemacht, bin dann aber auf Abwege geraten in die politische Kommunikationsarbeit und habe jetzt so seit 1,5 Jahren, wo ich das Amt Medien in der Senatskanzlei leite, wieder ein bisschen näher an die Medien zurückgefunden, bin da auch sehr dankbar für. War vorher 10 Jahre lang in Berlin unterwegs in verschiedenen Positionen und wie gesagt, jetzt seit 1,5 Jahren hier in Hamburg zuständig für die Betreuung der Medienwirtschaft, also der Verlage, der Rundfunkwirtschaft, der Werbung und der IT-Wirtschaft. Die gehören zusammen in diesem Amt Medien, sowohl was Gesetze, Rundfunk, Staatsverträge und diesen ganzen Spaß angeht, aber eben auch was das Wohlergehen des Medienstandorts Hamburg angeht. So viel mal, der Rest kommt später. Ja, herzlichen Dank. Ja, wollen Sie weitermachen, Herr Klussmann? Ja, Steffen Klussmann, mein Name, ich bin 46 Jahre alt. Ich habe Volkswirtschaft studiert in Mainz, in Hamburg und ein Jahr auf Stipendium in Glasgow in Schottland. Bin dann auf eine Journalistenschule gegangen, habe da volontiert. Das war in Düsseldorf beim Handelsblatt Verlag, die Holzbrink Journalistenschule. Da werden Wirtschaftsjournalisten ausgebildet. Habe dann bei der Wirtschaftswoche angefangen. Bin dann zum Manager-Magazin gewechselt, zum Spiegel Verlag. Ist ja eine Tochter, das Manager-Magazin, und wurde dann 99, ein Jahr bevor die Financial Times Deutschland gegründet wurde, rübergeholt. Da wurde ganz viel gegründet, das war alles bevor die Dotcom-Blase geplatzt ist. Und bin dann zwischenzeitlich wieder zurück zum Manager-Magazin als stellvertretender Chefredakteur und dann wieder zurück zur FDD, ein Hin und ein Her. Und bin da jetzt seit, keine Ahnung, 6, 7 Jahren Chefredakteur oder so. Und seit 4 Jahren auch Chefredakteur von Kapital, weil wir die Wirtschaftsmagazine von Gruner und Jahr in Hamburg in der Gemeinschaftsredaktion gepoolt haben. Und da kümmere ich mich jetzt um Kapital und ein kleines bisschen noch mit um Business Punk, wenn das irgendjemand hier kennt. Da hören wir gleich noch mehr zu Business Punk. Lars Haider?
Ich bin Lars Heidern, ich habe kein eigenes Mikrofon und kam interessanterweise nach dem Kollegen Klussmann, wobei das auch im Alphabet ja ganz anders, aber gut, das ist so die kleinen, die kleinen Tücken, macht nichts. Ich hatte sehr gehofft, ich hatte sehr gehofft, dass in der Zwischenzeit die Hochschule diese komischen Sitze, die wir letztes Mal schon bemängelt wurden, abgeschafft hat, aber immerhin die Behandlungskosten haben sie damals übernommen, nachdem ich hier 2 Stunden saß. Also was wollte ich eigentlich sagen? Lars Heider ist mein Name, ich bin 43 Jahre alt, seit wenigen Tagen erst. Und ich habe sehr lange beim Hamburger Wochenblatt gearbeitet. Heute bin ich Chefredakteur des Hamburger Abendblatts und ich kann Ihnen sagen, man kann mit Journalismus sehr viel Geld verdienen. Da freuen wir uns drauf. Da meine Vorredner jetzt auch mit dem Alter angefangen haben, habe ich das Gefühl, ich muss das auch machen. Ich bin 27 und an den meisten von euch wahrscheinlich noch recht nah dran. Ich habe auch irgendwann nur gewusst, ich möchte Journalistin werden, an was anderes kann ich mich kaum mehr erinnern. Und wie du, Elisa, habe ich dann gesagt, naja, was macht man? Ja, ich studiere halt Journalismus. Ich habe das sogar gleich 2-mal gemacht. Das ist wiederum was, was ich euch nicht unbedingt empfehlen kann, auch wenn es am Ende für mich der richtige Weg war. Und habe mich direkt aus dem Studium an der Hamburg Media School selbstständig gemacht. Für mich kam nie was anderes in Frage. Ich denke, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen und bin heute gleichzeitig freie Autorin, schreibe unter anderem für Spiegel Online, habe eine wöchentliche Kolumne in der Schweiz und die andere Hälfte quasi meiner Arbeitszeit bin ich Redaktionsleiterin des Mediendebattenportals Voker. Herzlichen Dank, Caroline. Das Thema des heutigen Abends heißt ja der Wert des Journalismus, Medien zwischen Macht, Moneten und Moral. Bevor wir uns diesem Thema widmen, möchte ich das Publikum um eine kleine sportliche Übung bitten. Und zwar stelle ich Ihnen eine ganz einfache Frage und ich möchte, dass Sie mit Handzeichen antworten. Wer von Ihnen ist heute Abend hier wegen der Jugendmedientage, die ja die nächsten 3 Tage in Hamburg stattfinden? Wer ist dafür extra nach Hamburg angereist? Schön hoch die Arme, es sollte eine sportliche Übung werden. Okay? Wer studiert an der Makromedia-Hochschule? Okay, das ist auf jeden Fall ein sehr großer Block, da freue ich mich drüber. Wer von Ihnen oder euch hat Abitur? Ja, wir dürfen auch, genau. Sehr gut. Sie machen mit, das finde ich gut. Wer hat volontiert? Volontiert? Wer möchte noch volontieren? Wer möchte studieren? Weiß noch niemand. Wer möchte Herrn Heider? Das klären wir später. Okay. Herzlichen Dank für diese sportliche Übung. Jetzt wissen wir wenigstens auf dem Podium hier, mit wem wir es zu tun haben. Ich habe mir das so gedacht, wir machen 5 Fragerunden, die sich mit dem Thema Wert beschäftigen. Also es geht um Wertschöpfung, Wertschätzung, der Wert der Arbeit. Und ich dachte an 5 Talkrunden, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Wie viel spät sind wir jetzt von der Zeit her? Wir haben ein bisschen später. Okay, gut, wir sind gut in der Zeit. Und ich möchte von Ihnen allen wissen zum Thema Wertschätzung, worin für Sie persönlich der Wert der Arbeit bzw. der Wert des Journalismus liegt. Annalena Alfter, der Deutsche Journalistenverband hat vor 2 Jahren das Thema Wert des Journalismus ausgerufen. Ihr stellt jetzt die Jugendmedientage auch unter das Thema Wert des Journalismus. Wie kam es dazu? Kannst du es nochmal erzählen? Ja, wir suchen jedes Jahr ein Schwerpunktthema aus für die Jugendmedientage. Das ist jedes Jahr ein bisschen unterschiedlich, aber es geht immer in Richtung, welche Rolle spielen Medien in unserem Leben und welche Rolle auch in der Gesellschaft. Und unser Thema ist tatsächlich noch ein bisschen breiter, das heißt Wert der Medien, weil wir das Gefühl haben, dass es auch nicht nur den Journalismus betrifft, sondern eben auch den Wert der Medien allgemein. Natürlich in erster Linie, welche Rolle spielen Medien in unserer Gesellschaft, also welchen Druck kann man auch ausüben auf die Öffentlichkeit durch Medien natürlich. Und auch welche Werte werden darüber transportiert, zum Beispiel in einer Gesellschaft. Aber uns ist auch wichtig zu fragen, an welcher Stelle steht eigentlich das Medium oder stehen verschiedene Medien auch bei den jungen Leuten selbst, also
die meisten jungen Leute, die wir beobachten bei uns in den Mitgliedern, sind zum Beispiel morgens als allererstes auf Facebook. Das ist ja auch eine bestimmte Wertschätzung von Medien, dass man als allererstes seine E-Mails checkt und dass man als allererstes sofort weiß, was auf Facebook gerade passiert ist. Und das ist ja eine ganz hohe Wertstellung von eben Medien im ganz privaten Leben und die teilweise noch vor der Tageszeitung kommt. Und auch, also ich denke, das lohnt sich einfach nachzufragen, welchen Wert haben Medien im Leben von jungen Leuten und im Leben von Menschen in unserer Gesellschaft. Und genau, wir haben gedacht, das ist auf jeden Fall eine spannende Frage, die wir mal mit auf die Jugendmedientage nehmen können. Und ich bin auch gespannt, was jetzt passiert. Also wir werden ja jetzt die nächsten 3 Tage da intensiv drüber diskutieren. Und ich kann auch noch gar nicht sagen, was dabei dann genau rauskommt. Vielleicht ist die Wertschätzung auch doch eine ganz andere, als wir das jetzt einschätzen. Aber deswegen fragen wir eben nach. Wert des Journalismus, das heißt, das liegt in der Luft, das Thema. Das habt ihr ja ganz unabhängig jetzt sozusagen vom DJV entwickelt. Das lag in der Luft, ihr hattet die Idee dazu und setzt das jetzt um als Schwerpunktthema, richtig? Genau. Okay, bei der Gelegenheit direkt eine Nachfrage. Wer von Ihnen liest noch Tageszeitungen morgens? Wer ist auf Facebook? Okay, da sind wir ja alle im Boot. Herr Dr. Broster, wenn die Besucher, die hier einlaufen von den Jugendmedientagen am Hamburger Hauptbahnhof landen, so wie Sie das auch heute getan haben, Sie sind heute Abend extra von Berlin vom Publisher Summit gekommen, dann lesen die auf den Schildern den Hinweis Messe und Kongress statt. Woran können die jungen Medienmacher, die nach Hamburg kommen, erkennen, das sind immerhin 2000 an der Zahl, dass Hamburg die vielgepriesene Medienhauptstadt ist? Naja, wenn Sie mit dem Zug gekommen sind, dann sind Sie, bevor Sie ausgestiegen sind und das Schild gelesen haben, Messe und Kongress statt, und wahrscheinlich, wenn Sie aus der richtigen Richtung gekommen sind, am Spiegelgebäude vorbeigefahren, direkt daneben am ZDF-Landesstudio. Also schon mal 2 sehr große, stilprägende Gebäude, die da gewesen sind. Und wenn Sie dann durch die Stadt gehen, dann gehen Sie auch am Speersort 1, also am Zeithauptgebäude vorbei, dann gehen Sie am Axel-Springer-Haus vorbei, dann gehen Sie unter Umständen auch noch unten am Baumwall, an Gruner und Jahr vorbei, und so werden Sie ganz viele Stellen in der Stadt finden, an denen Sie sozusagen die großen Medienmarken, die Deutschland eigentlich seit den 50er Jahren ausgemacht haben, dann auch wiederfinden werden. Insofern ist das schon im Stadtbild prägend, dass das da am Hauptbahnhof anders steht. Das hat diverse Gründe, in die man jetzt, glaube ich, nicht reingehen muss. So ist das manchmal. Hamburg ist ja nicht nur Medienstadt, aber immerhin haben wir 110.000 Menschen ungefähr, die von den Medien und für die Medien inklusive IT hier ungefähr arbeiten. Jetzt sind es 112.000 in der Stadt, wenn wir die 2.000 jungen Medienmenschen noch dazu nehmen, die jetzt für 3 Tage da sind. Das ist schon ein Fund, das ist sichtbar, das ist merkbar, das ist ein Teil, der auch die Stadtkultur prägt, ganz klar, wenn man hier unterwegs ist. Aber es ist eben nicht das Einzige. Wir haben den Hafen, wir haben 3 Standorte, wo auf der Welt Flugzeuge gebaut werden. Das heißt, es gibt immer noch einiges mehr. Es sind nämlich nur die Medien, wie es in anderen Städten ist, aber die Medien sind ein ganz wesentlicher Bestandteil und sie sind sichtbar. Gut, dass Sie den Spiegel eben erwähnt haben. Der Spiegelerfinder Rudolf Augstein war übrigens auch DJV-Mitglied, was die wenigsten wissen. Er hat mal gesagt, ich glaube, dass ein leidenschaftlicher Journalist kaum einen Artikel schreiben kann, ohne im Unterbewusstsein die Wirklichkeit ändern zu wollen. Herr Haider, Sie sind jetzt seit 1,5 Jahren Chefredakteur vom Abendblatt. Woran kann ich erkennen, dass Sie den Wert des Journalismus hochhalten in Ihrer täglichen Arbeit? Also das Abendblatt hat sich ja schon ganz schön gemausert, seitdem Sie da sind. Ja, nein, also ich glaube, woran können Sie es erkennen, wenn Sie das Gefühl haben, dass es eine leidenschaftlich gemachte Zeitung für Hamburg ist? Daran können Sie es erkennen. Erstmal können Sie es erkennen, wenn es jeden Morgen in Ihrem Briefkasten liegt, was ich hoffe. Haben wir schon, Sie müssen auch noch fragen, wer ist DJV-Mitglied für diese Dings? Ich nicht jetzt nicht, aber das müssen wir auch noch mal fragen, oder nicht? Wer ist DJV-Mitglied? Okay, danke für diesen Hinweis. Ja, super. Ich bin froh über jede Art der Bewegung. jede Form der Bewegung. Nein, also ich glaube, Sie können es erkennen, dass wir diese Stadt Hamburg, was uns ja manchmal auch vielleicht vorgeworfen wird von einigen Zeitungen, die gerade genannt wurden, wir mögen diese Stadt, wir setzen uns leidenschaftlich für diese Stadt ein, mit allen Schwächen und Stärken, die diese Stadt hat. Und das merkt man im Abendblatt an, dass es hoffentlich so etwas ist wie eine Art Heimat für die Leser, für Hamburger Journalismus. Steffen Klussmann, als Ihre Financial Times Deutschland 2000, glaube ich, ne, war es 2000 gegründet worden ist, da gab es unter uns Kollegen, galt es als total angesagt, bei der ersten Ausgabe mitzuarbeiten. Das war ein Highlight sozusagen. Oh Gott, das ist mein Wecker. Ist das peinlich?
Das ist doch abgesprochen. Ich nutze das, um mal eben zu fragen, ob man uns überhaupt im Livestream hören kann. Nein, das ist der dumme Mann von der Telekom, der mir irgendwas andrehen möchte. Den kann ich jetzt direkt... Kann nicht wahr sein. Es tut mir leid. Bitte Handys aus bei der Gelegenheit. Also wie gesagt, es galt bei uns jungen Journalistenkollegen als total angesagt, bei der Financial Times Deutschland mitzuarbeiten. Diskussionsrunde, finde ich. Worin zeigt sich konkret in Ihrem Handeln bei der Financial Times Deutschland, dass Sie den Wert des Journalismus hochhalten? Also ich muss ja gestehen, dass weder als wir die Financial Times Deutschland gegründet haben, noch als ich Journalist werden wollte, habe ich mir groß darüber Gedanken gemacht, was der Wert des Journalismus ist. Ich hatte einfach Lust auf Schreiben, auf Recherchieren. Ich war neugierig, ich habe nach Geschichten gesucht. Und fand es irgendwie super, an was für Leute man da als Journalist rankommt. Über den Wert des Journalismus kann man viel philosophieren. Ich glaube, einer der wichtigsten Werte ist, dass man unabhängig und glaubwürdig bleibt bei allem, was man macht. Und das ist etwas, was wirklich schwerer geworden ist, weil je schwerer die Zeiten, desto begehrlicher werden Anzeigenkunden. Und ich glaube, wenn man diesen Wert versucht hochzuhalten, dann hat man schon verflucht viel geschafft. Ich dachte, Sie würden mir jetzt antworten, weil Sie sich gegen diesen Wahnsinn, Unsinn mit dieser Interview-Autorisierung, der sich da entwickelt hat, wo Sie letzte Woche sich dagegen positioniert haben. Wir sind ja damals angetreten in Deutschland, ich weiß nicht, die meisten werden das jetzt wissen, weil es ja hier alles Profis sind. Wenn man Interviews führt in Deutschland, dann sind das ja sogenannte Q&As. Das heißt, man führt ein Interview, das erste Interview, was ich geführt habe, damals mit meinem Ressortleiter bei der Wirtschaftswoche, das war, glaube ich, mit dem BDI-Präsidenten. Und dann sind wir zurückgekommen und hatten das auf Kassette. Und dann sagte ich, höre jetzt mal das Ding ab. Und dann sagte der, schmeiß es in die Ecke, schreib das so auf, dass es sich gut liest und du wirst dich wundern, der findet das alles gut. Und ich dachte, er macht einen Witz. Und dann habe ich das genauso gemacht und dann haben wir das eingeschickt und das kam genauso zurück. Also Interviews werden in Deutschland eben teilweise anders geführt, als sie gedruckt werden, deswegen muss man sie autorisieren. Das ist im angloamerikanischen Bereich völlig undenkbar. Da gilt das gesprochene Wort, da kann man auch im Nachhinein nicht anfangen, alles umzustellen, umzubauen und so weiter und so weiter. Deswegen wird weder in England noch in Amerika irgendwas autorisiert. Dort gibt es aber auch, muss man sagen, eher weniger von diesen sogenannten Q&A-Interviews, sondern man geht hin, interviewt und schreibt dann eine Geschichte runter. Und das, was gesagt ist und auf Band ist, das hat er so gesagt, das kann der auch nicht zurücknehmen. In Deutschland kann man das. Es gibt Politiker wie Oskar Lafontaine, der hat ganze Interviews neu geschrieben, bis hin zu den Fragen der Reporter. Und da muss man sich dann irgendwann die Frage stellen, ob man sich das antut oder ob man den Scheiß dann einfach wegschmeißt irgendwann. Und wir haben halt immer gesagt, wir autorisieren nicht. Allerdings, Einschränkung, wir haben auch lange keine Q&As gemacht. Q&A-Interviews autorisieren auch wir, sonst würden wir sie gar nicht kriegen. Muss man ehrlicherweise sagen. Ich wollte jetzt gar nicht zu sehr mich um diese Thematik drehen, aber Sie haben kurz aufgezeigt, Herr Proster. Ich glaube, Olaf Scholz hat das auch mal gemacht, ein Interview total umgeschrieben. War das der Grund, warum Sie jetzt aufgezeigt haben? Nee, das war ja, der Fall war komplett anders. Den lassen wir jetzt mal außen vor. Ich wollte nur die andere Perspektive mal einbringen, weil ich ein paar Jahre in der Pressestelle gearbeitet habe und insofern auch den Zustand von Interviews kenne, die Sie aus Redaktionen manchmal zur Freigabe bekommen. Das ist ähnlich abenteuerlich wie das, was manchmal umgeschrieben wurde. Also man sitzt da bei so einem Gespräch dabei, das eine Stunde dauert, kriegt dann 40 Zeilen Interview wieder, die wenig mit der Wirklichkeit zu tun hatten, zumindest so wie alle Beteiligten sie wahrgenommen haben. Und es gibt auch Fälle, da habe ich mit Redakteuren zusammen aus den Berliner Büros Interviews, die nie stattgefunden haben, gemeinsam ihren Heimatredaktionen verkauft. Also große deutsche Tageszeitung. Die Interviews gab es nicht, weil sie keine Termine gekriegt haben. Es gab ein Interview, das erschienen ist. Das haben dann die Redakteurin und ich geschrieben. Und das durften wir nur ihrem Chefredakteur nicht sagen. Auch solche Dinge sind lustigerweise passiert. Also da ist viel Grauzone. Insofern spricht viel dafür, tatsächlich zu sagen, man macht das nach dem Motto, was auf dem Band ist, wird gedruckt. Punkt. Aber das heißt dann auch, was auf dem Band ist, wird gedruckt. Und da wird es dann schwierig. Das Interview unter Umständen auch nach 5 Minuten beendet. Und danach redet man nur noch hintergründig. Und wenn Sie eine Stunde Spielmaterial haben, aber nur 5 Minuten drucken können, wird es auch lustig. Caroline. Woran können Leser oder User von VOKA
vielleicht sagst du noch mal kurz für alle, die es noch nicht, auf der Seite waren, was es ist. Woran können die festmachen, dass dir als Redaktionsleiterin der Wert des Journalismus, dass du den hochhältst, dass dir das was wert ist? Also kurz zur ersten Frage. Voca ist, wie ich ja vorhin schon angedeutet habe, ein Mediendebattenportal. Wir sind Non-Profit, das heißt, wir unterscheiden uns schon von den Kollegen, die neben uns sitzen, allein dadurch, dass wir dass wir keinem wirtschaftlichen Zwang unterliegen und entsprechend unabhängig beispielsweise über Medien berichten können. Was wir auch tun, sprich Voca ist medienjournalistisch, es geht sehr viel auch um gesellschaftliche Themen, weil das ja heute alles verwoben ist. Und da liegt auch die Antwort auf deine zweite Frage, nämlich wo ich persönlich als in meiner Position als Leiterin der Redaktion den Wert des Journalismus auf Voca sehe, ist einfach eine unabhängige Stimme anzubieten. Wenn wir schauen, wie der Medienjournalismus sich in den letzten Jahren entwickelt hat, vielleicht kurz, der Medienjournalismus beschäftigt sich, wie der Name sagt, mit uns, also wir beschäftigen uns im Medienjournalismus mit uns selber. Und das ist etwas, was in dem Moment, wo ich in einem Verlag bin, wo ich in einem bestimmten Konstrukt drin bin, natürlich schwierig wird, weil ich und wer schon mal in einer Redaktion gearbeitet hat, hat vielleicht solche Situationen schon mal erlebt, weil ich über bestimmte Themen einfach nicht so schreiben kann, wie ich möchte, wegen bestimmter Zusammenhänge, gerade wenn man sich betrachtet, wie groß Medienunternehmen sind und welche Verbindungen es gibt. Und Voca hat da die wunderbare Chance, durch die Stiftungsfinanzierung halt sehr unabhängig an Themen ranzugehen, und wir müssen uns zumindest erstmal nicht Gedanken darüber machen, könnten wir jetzt damit unserem Verleger ans Bein pinkeln. Finanzierung von Stiftungen, das wird uns später nochmal beschäftigen. Ich würde gerne jetzt die nächste Runde eröffnen, da geht es um die Wertschöpfung, also um den monetären Wert des Journalismus. Frage an Annalena, du vertrittst ja sozusagen, also du hast gesagt, 10.000 Menschen, Nachwuchsjournalisten, sowohl Einzel- als auch Redaktionsmitglieder, 10.000, die bei euch organisiert sind sozusagen. Was ist den jungen Leuten, 2.000 kommen davon nach Hamburg, was ist diesen jungen Leuten so eine Veranstaltung wie die Jugendmedientage, die ja 3 Tage laufen, was ist das denn wert? Was kostet so ein Ticket, 3 Tage? Na, wir versuchen halt immer, das Ganze möglichst barrierefrei zu veranstalten, weil uns eben wichtig ist, dass jeder sich auch da einbringen kann und jeder auch sich ausprobieren kann, weil genau so ein Ansatz, so eine Begeisterung für Medien und um dann später den Berufswunsch Journalist zu werden, zu entwickeln, glaube ich, braucht man erstmal eine Begeisterung, und die muss man ja erstmal erfahren, indem man sich ausprobiert. Und die Jugendmedientage sind genau dafür da, dass man sich erstmal ausprobiert und erstmal guckt und da vielleicht auch noch gar nicht so bereit ist, so viel zu investieren, sondern dass man auch möglichst einfach kommen kann. Das heißt, wir setzen eigentlich alle Hebel in Bewegung, das möglichst günstig zu ermöglichen für die Mitglieder oder auch für Nichtmitglieder. Das heißt, die 3 Tage kosten für Mitglieder 38 Euro. Genau, und für Nichtmitglieder kosten es 48 Euro. Und da ist sozusagen Verpflegung, Unterkunft, alles mit drin, komplett 3 Tage, Seminare, Workshops. Es sind in den nächsten 3 Tagen 90 Workshops geplant. Es kommen 130 Referenten jetzt hier nach Hamburg, und wir sind an ganz vielen verschiedenen Stationen. Hier in der MHMK sind ja auch verschiedene Workshops, nach Hamburg, aber auch beim Spiegel sind an ganz vielen Zeit als Kooperationspartner. Also ganz viele Möglichkeiten, sich da irgendwie umzugucken. Und das ist aber auch nur möglich, weil wir auch das ganze Jahr oder eigentlich die gesamte Jugendpresse Zeit über immer sehr engen Kontakt zu unseren Partnern pflegen und auch sehr viel Zeit investieren tatsächlich in Geldakquise, in Mittelakquise, um das überhaupt zu ermöglichen. Das ist natürlich ein Zuschussgeschäft. Also so eine Teilnahme an den Jugendmedientagen kostet wesentlich mehr als 38 Euro. Und selbst da muss man sagen, dass wir hatten früher in den letzten Jahren sogar noch, da war der Preis bei 55 Euro, da war aber sogar noch das Bahnticket mit drin. Aus jedem deutschen Bahnhof konnte man eben in die Stadt reisen, um möglichst wenig Aufwand auch zu haben damit. Das ist dieses Jahr zum Beispiel überhaupt nicht mehr möglich, was auch schade ist, eben weil natürlich auch der finanzielle Druck steigt und die Kosten höher werden. Genau, das merken wir an verschiedenen Stellen, und trotzdem, glaube ich, ist es immer noch eine gute Möglichkeit, für 38 Euro in so einer Veranstaltung teilzunehmen. Das, glaube ich, gelingt jetzt auch fast jedem noch. Sein Geld wert, glaube ich. 3 Tage volles Programm, 90 Veranstaltungen. Rudolf Augstein hat den Spiegel nicht erfunden, um damit Anzeigen zu verkaufen,
hat Uwe Jaffe, Spiegelgeschäftsführer der Berliner Zeitung, mal gesagt. Eine Frage an Lars Heider und Steffen Klussmann. Sie sagten eben, Sie verdienen gutes Geld. Wie viel verdienen Sie denn mit dem Abendblatt und mit der Financial Times? Ich habe gesagt, mit Journalismus kann man gutes Geld verdienen. Ansonsten, ich, als Journalist habe ich mit Erstaunen auch festgestellt, dass ich mit Erlösen oder Einnahmen nichts zu tun habe. In unserem Redaktionsbudget hatten wir neulich die lustige Situation, oder in der Redaktion hatten wir neulich die lustige Situation, dass wir Einnahmen hatten. Und zwar deshalb, weil wir auf abendblatt.de hatten wir so Fotos und die Fotos konnte man kaufen und hatten wir, es war nicht viel, 200 Euro, 300 Euro. Ich sage, Mensch, ist ja toll. Und bin dann zu meiner Verlagsseite gegangen und habe gesagt, wo kann ich denn diese Einnahmen verbuchen? Hat er mich angeguckt und gesagt, den Bereich Einnahmenerlöse gibt es bei Ihnen nicht. Bei Ihnen gibt es nur den Bereich Kosten. Ne? Deshalb habe ich gelernt, also der Journalist, das ist ja auch ganz gut so, finde ich, also wir sind die Journalisten sind die, die das Geld ausgeben und mir geht es da genauso, wie das der Kollege, wer hat das gesagt, der Spiegel, Uwe Jaffe gesagt hat, also mir geht es darum, mir geht es in erster Linie nicht darum, mit der Zeitung Geld zu verdienen über Anzeigen, das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht, sondern mir geht es darum, eine gute Zeitung zu machen, guten Journalismus zu machen, dabei die Budgets einzuhalten, aber ich finde, das ist völlig normal, ich versuche auch mit meinem Einkommen zu Hause auszukommen soweit, aber alles Weitere ist dann die Aufgabe der Verleger. Da würde ich mich anschließen. Und weil das vorhin so hübsch gesagt wurde, Non-Profit. Die Financial Times Deutschland ist, wenn man so will, auch Non-Profit, weil die verdienen auch kein Geld. aber ansonsten hat der Kollege das, was dazu zu sagen war, glaube ich, ganz gut gesagt. Natürlich machen wir das Ganze nicht zum Spaß, natürlich machen die Verleger das, um Geld zu verdienen, das ist auch völlig normal, weil wir brauchen dieses Geld, um guten, teuren Journalismus bezahlen zu können und ich habe großes Interesse daran, wenn ein Verlag wie der Axel Springer Verlag hoch profitabel ist, weil nur durch diese Profitabilität es gelingt, diesen Journalismus halt auch weiter sich so leisten zu können, wie er geht. Ich wollte noch eine kurze Sache erzählen, das hat mit dem ganzen Thema gar nichts zu tun, aber zum Thema Interviews-Autorisierung, was ein super neues Mittel, ein tolles Mittel ist. Ich mache jetzt seit etwa 3 Wochen einen Briefwechsel, also einen altmodischen Briefwechsel, nicht ganz amisch, per E-Mail mit Udo Lindenberg. Und das ist wunderbar. Das kann man dann nämlich 1:1 übersetzen, 1:1 abdrucken. Vielleicht sollte man viel mehr E-Mail-Interviews machen, weil da kann keiner am Ende was rausnehmen und wenn die Leute dann auch Zeit haben, länger darauf zu antworten. Aber es bringt jetzt völlig das Konzept durcheinander. Genau, ich muss zurück zu meiner Frage. Eben, war es ein Fehler, journalistische Texte kostenlos online zu stellen? Ja. Ich meine, Sie haben das mit der Paywall ja jetzt sozusagen zurückgeführt. War das ein Fehler der Branche? Das war ein Riesenfehler. Und die Frage ist, es gibt ja Fehler, die sind reversibel und es gibt welche, die sind irreversibel. Und wir werden dann noch gucken, ob er eher zu ersterem oder zu zweiterem gehört. Was halten Sie von der Idee, Qualitätsjournalismus von Stiftungen fördern zu lassen? Also WOKA kann ja ohne die Förderung von Stiftungen gar nicht agieren. Vielleicht Herr Klussmann? Also ich persönlich finde das Stiftungsmodell eine super Idee. Und wenn man sich mal anguckt, in welchen Ländern inzwischen große etablierte, man kann schon fast sagen ikonografische Blätter, über Stiftung finanziert werden, das werden einfach immer mehr. Der Guardian wird von einer Stiftung finanziert, sonst gäbe es nicht mehr. Das war, glaube ich, vor ein paar Jahren die beste Zeitung der Welt. Wenn Sie so wollen, sind viele in Frankreich, das gehört irgendwelchen, wenn Sie so wollen, die gerne Verleger spielen, die Blätter, da verdient kein einziges überregionales Blatt Geld. El País wurde letzte Woche von den Druckereien abgeknipst, die Zeitung gibt es nur noch elektronisch. Also ganz ehrlich, Stiftungen und Mäzene, im Idealfall Mäzene, die vielleicht nicht gerade so einen Großkonzern haben, der halb Frankreich beherrscht und man dann über die nur ganz schwer kritisch schreiben kann in seinem eigenen Blatt. Aber ganz ehrlich, das ist in Amerika einer der Auswege und ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass das auch irgendwann nach Deutschland kommt und ich finde das super. Mehr davon. Wie sieht das der Vertreter der Senatskanzlei? Na, ich in der Stiftungshauptstadt Deutschlands? In der Stiftungshauptstadt bisher aber noch weitgehend außerhalb des Journalismus, so des engeren Journalismus tätigen Stiftungen. Ich hole mal ein Stück weiter aus, aber das Zitat von Uwe Saffer hatten bezogen auf Rudolf Augstein. Die erste Tageszeitung 1605 ist gegründet worden in Straßburg, weil ein Drucker eine Druckmaschine besessen hat, die nicht ausgelastet war.
Und dann hat er beschlossen, er geht zum Magistrat der Stadt Straßburg und stellt einen Antrag, dass er eine Zeitung veröffentlichen darf aus dem, was so an Briefen, Flugschriften und was da sonst so durchflatterte beim örtlichen Postmeister, die er abtippen konnte oder abdrucken lassen konnte damals, dann weiterverkaufen konnte. Das heißt, am Beginn der ersten regelmäßig erscheinenden Tageszeitung stand ein ökonomisches Interesse, kein publizistisches Interesse. Das kam dann später dazu. Und wir haben, sind eigentlich gut damit gefahren über Jahrhunderte hinweg, dass wir diese beiden Kerne von Interessen, die im Journalismus oder in den Medien zusammenkommen, immer parallel gehabt haben, die sich auch eigentlich eine Zeit lang ganz gut befruchtet haben, weil das Reichweiteninteresse, sprich ich will Auflage verkaufen, bringt dem Verleger Geld und dem Journalisten somit die größte Erotik, die sein Job mitbringen kann, nämlich das Gefühl auch gelesen zu werden oder gesehen zu werden. Das heißt, eigentlich gibt es da durchaus eine Interessenkongruenz. Und ja, ich halte Stiftungen, Mäzene schon ein Stück weniger, aber Stiftungen durchaus für ein Modell, aber nie für ein sozusagen Gesamtmodell des gesamten Mediensystems. Sie können sozusagen Qualitätskerne bilden an einzelnen Stellen. Sie können auch bestimmte, vielleicht nicht mehr am Markt zu etablierende publizistische Formen, wie beispielsweise ein medienkritisches Portal, wo es dann eben unter Umständen schwierig ist zu sagen, das amortisiere ich jetzt mal selbst, da kann das helfen. Ein Stück weit haben wir mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja auch einen anderen Weg gewählt, um eine Form publizistischer Qualität auch bei uns einzuziehen, durch eine Haushaltsgebühr, die wir da an der Stelle jetzt haben, oder Haushaltsbeitrag, wie es künftig heißen wird, sodass wir da auch andere Modelle haben als die reine marktwirtschaftliche. Aber ich würde noch nicht den Kampf darüber aufgeben, zu gucken, ob es nicht doch Geschäftsmodelle gibt, mit denen man das monetarisieren kann. Also wenn man sich beispielsweise anguckt, was die New York Times, weil wir gerade das böse Wort Paywall verwendet haben, weil ich das ein widersinniges Modell finde, davon auszugehen, dass ich als jemand, der publiziert, eine Wand, eine Mauer zwischen mich und meine Leser packe. Also ich glaube, da muss man auch als Kommunikationsbranche am Wording nochmal arbeiten und einen anderen Begriff dafür finden. Die haben es im Prinzip geschafft, ein weitgehend über Anzeigenerlöse finanziertes Online-Portal in mittlerweile, glaube ich, rund 600.000 Abonnenten, die sie digital haben, umzuwandeln und dadurch auch zumindest beginnen, Erlösstrukturen zu etablieren, die unter Umständen, so sagen sie, momentan ja erfolgversprechend sind. In Deutschland gibt es ähnliche Modelle auch. Und die Verleger, bei denen ich heute Nachmittag war, mir die Panel-Diskussion anhören konnte in Berlin beim Verband der Zeitschriftenverleger, sind ganz zuversichtlich, dass sie es zumindest über mobile Endgeräte und dergleichen hinbekommen, da wieder auch sozusagen für das Rezipieren von Qualitätsinhalten Geld verlangen zu können. Ich glaube, dass das schon etwas ist, was wir zumindest nicht aufgeben sollten. Sprich gar nicht Gegenstiftung. Ich glaube, Sie können nicht der Grundmodus des Mediensystems sein. Also da gebe ich ihm recht. Das wär ein bisschen einfach. Wenn Sie die so dosiert haben in einigen Bereichen, als Beimischung ist es gut, aber wenn man das nur so hätte, dann würde sich keiner mehr Gedanken machen, ob es überhaupt ein Geschäftsmodell dahinter gibt. Und dann haben Sie auch, wenn Sie so wollen, gar keine Qualitätskontrolle mehr. Senden die eigentlich ins Nirvana oder, ne? Also das wäre Wahnsinn. Aber ganz wichtig ist, dass man das, was Sie vorhin gesagt haben, dass man es halt schafft, auch im Netz für gut gemachten, teuer gemachten Journalismus auch Geld verlangen zu können. Weil 100% abhängig zu sein von Anzeigenkunden ist auf Dauer halt auch nicht so schön, weil die finden das im Zweifel nicht gut, wenn man auch mal kritisch über sie berichtet. Manche können damit gut umgehen, manche nicht, und es ist immer besser, man hat noch ein zweites Standbein. Ganz kurz, sorry, darf ich da noch kurz was zu sagen? Nur als die Vertreterin des stiftungsfinanzierten Portals wollte ich nur noch mal eben sicherstellen, da bin ich auch total mit meinen Vorrednern hier auf einer Linie, was die Ergänzung angeht, von der wir hier nur sprechen können. Also da bin ich auch der Meinung, dass wir dass es nicht darauf hinausläuft, dass wir ausschließlich stiftungsfinanzierten Journalismus haben werden. Aber diese Ergänzung funktioniert nicht nur separat voneinander, sondern wenn wir uns anschauen, das Beispiel ProPublica ist ja, glaube ich, schon gefallen. Die haben, ich weiß nicht exakt, wie es heute ist, aber die haben ihre Anfänge auch so gemacht, dass sie quasi, ich glaube, die allererste Geschichte ging umsonst an die New York Times und noch zwei andere Medien. Das heißt, finanziert wurde es über die Stiftung, aber das eine funktioniert halt ohne das andere, meiner persönlichen Meinung nach, auch nur schwer, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Ich habe letztens die abenteuerliche Zahl gehört von 70.000 Euro für eine Anzeige auf der Webseite spiegel.de. Jetzt müsste ich wahrscheinlich eher einen Anzeigenfachmann hier vor Ort fragen, aber solche Zahlen... Die Frage ist immer, wie lange steht die da? Ne? Also, ein Tag, also pro Tag soll Tag. Das angeblich... First Screen, kann gut sein, keine Ahnung. Wenn das jemand bei Twitter weiß, der gerade zuschaut, möge er uns das doch bitte mitteilen. Das ist eine total gute Idee. Herr Proster, wie sieht es denn überhaupt aus? Wie ist der Anteil der Medienbranche, also oder des Journalismus an der Wertschöpfung in dieser Stadt, wenn man das monetär... Ich hatte Sie im Vorfeld gebeten, ob es da irgendwelche Zahlen gibt...
Also des Journalismus wird es dann schwierig. Also was wir ungefähr sagen können ist, die Zahlen aus dem Kreativwirtschaftsbericht, der dieses Jahr erschienen sind, sagen, wenn wir den Bereich, also 11 Kreativklasse, wenn man die beiden nimmt, Pressewirtschaft, Verlagswirtschaft und Rundfunkwirtschaft, dann kommt man auf rund 4,5 Milliarden Euro Umsatz in der Stadt. Das ist das, was damals erhoben worden ist, das ist schon etwas. Ich glaube, da möchte ich mich jetzt aber nicht für verhaften lassen, da sind die Auslandsumsätze der hiesigen Verlagshäuser noch nicht mal unbedingt mit drin. Man muss ja auch wissen, dass da Bauer, Gruner und Jahr und andere ja durchaus auch in anderen Ländern noch ordentlich unterwegs sind. Die werden dann hier ja auch im Konzernsitz veranschlagt. Insofern, aber das ist schon ordentlich, was umgesetzt wird. Ich habe vorhin gesagt, insgesamt 110.000 Menschen, die was mit Medien im allerweitesten Sinne machen. Da ist der gesamte Bereich IT dann noch mit dabei. Das wird ja nicht erhoben, wer macht in einem Verlag Journalismus und wer macht in einem Verlag Verlagsgeschäftsführung, Anzeigenwesen, Vertrieb. Da gibt es noch vieles andere, was eben nicht kernjournalistische Aufgaben sind. Das kriegen Sie in den Statistiken der Kammer nicht raus. Wenn ich den DJV nehme, dann haben Sie, glaube ich, 3.200 Mitglieder, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es gibt 6.000 Journalisten. Das schätzen Sie, genau. Das schätzen wir, 6.000 Journalisten in Hamburg. Also es ist eine relativ überschaubare Zahl. Ja, aber wenn ich daran denke, als ich in Journalismus angefangen habe in Gelsenkirchen, da hatte ich die Auswahl zwischen zwei Tageszeitungsredaktionen und Radio Emscher Lippe. Ich glaube, da kamen wir auf 20 Journalisten in der Stadt. Viel mehr waren das, glaube ich, nicht. Also insofern, verglichen damit, sieht es schon ganz gut aus. Caroline, du arbeitest ja hauptsächlich für Online-Medien. Regenerierst du daraus genug Geld, dass du gut leben kannst? Ja. Soll ich das ausführen? Nein, also ich... In Hamburg ist es ja so ein Tabuthema, über Geld zu sprechen. Ich habe mir überlegt, ob ich die Runde fragen darf, was so jeder verdient. Bei Annalena weiß ich es, ich habe aber gesagt, ich bringe es nur in die Runde oder sie wird nur gefragt, wenn die anderen es auch sagen würden, damit man mal so einen Eindruck bekommt, was man so in den verschiedenen Positionen im Journalismus verdient. Oder sollten wir diesen Nebenschauplatz eröffnen über die Bundestagsabgeordneten, dass sie sich so einteilen? Wobei das ja auch keine Nebenverdienste mehr sind bei 200.000 Euro, sondern eher... Das ist ja ganz einfach. Sie bringen uns da in eine relativ schwierige Situation. Wissen Sie warum? Ja. Weil, also zumindest die Verträge, die ich kenne, sind so, dass diese Verträge eine gewisse Geheimhaltungsklausel haben. Und zwar alles, was in diesen Verträgen drinsteht. Unter anderem auch die Summe des Gehalts. Wenn also Herr Klussmann und Herr Broster, die jetzt gleich vorangehen werden, ihre Gehälter nennen, dann sind sie vertragsbrüchig geworden. Ja, deswegen sagt er dazu dann nichts. Das kann ich für mich aber verneinen, weil da unterscheidet sich der öffentliche Dienst an Transparenz dann tatsächlich erheblich von Medienhäusern. Mein Gehalt ist in einer kleinen Anfrage des Senats auch schon veröffentlicht worden. Also wer es irgendwie recherchieren will, kann das auch tun. Okay. Damit ziehe ich die Frage an alle auch zurück. Das ist ja dann langweilig und auch das wäre mir jetzt zu einseitig, wenn wir jetzt nur einzelne Zahlen hören. Caroline, auf die Frage im Always-On-Magazin hat Professor Andreas Hebbel-Seger, der hier Prodekan ist, geantwortet. Und zwar die Frage war, wie sieht das Internet im Jahr 2027 aus? Da hat er geantwortet, im Jahr 2027 ist das Wort Offline aus dem Wortschatz verschwunden. Siehst du das auch so? Radio und Fernsehen sowieso. Also das hat er jetzt nicht gesagt, aber das haben andere dann in dem Zusammenhang. Ja, nee, letzteres würde ich jetzt auch gar nicht unterschreiben, aber ich hoffe, dass das Wort Offline verschwunden ist. Ich bemerke es bei mir selber, dass ich diese Unterscheidung immer noch mache und dabei bin ich schon sehr, sehr, sehr digital. Aber ich glaube, das ist, wenn wir von 2027, hast du gesagt? Es ist realistisch, ohne jetzt irgendwie hier in die Glaskugel schauen zu wollen, weil da bin ich nicht so Fan von, aber es ist realistisch zu sagen, dass wir bis dahin einen ganzen Schritt weiter sind, was dieses, wie verhalten wir uns in Medien, wie sind Medien in unserem Alltag integriert angeht. Entschuldigung, jetzt habe ich das letzte nicht zugehört, weil ich mit meinem Leitungswasser beschäftigt war. Ja, nochmal bitte. Ja, okay, ja. Die Strecke Hamburg-Berlin ist man übrigens viel offline, wenn man Bahn fährt, aber das nur am Rande. Genau, das aber bis 2027 können wir da ja noch ein bisschen dran arbeiten, nicht? Genau, aber wenn Herr Haider schon von Briefwechseln per E-Mail erzählt, also ich meine, wer weiß, was alles wiedergeboren wird, noch in der Zukunft. Ja, nur weil er jetzt Brief gesagt hat. Ja, genau. Kommen wir zur dritten Runde, da geht es um das Thema Werterhaltung, Werteverfall. Erhaltung des Journalismus. Guter Journalismus stirbt nie, hat Frank Otto im Interview mit Elisa Dullweber gesagt. Das war irgendwie in einer Beilage für den Freitag, habt ihr, glaube ich, mal ein Interview mit ihm gemacht. Ne?
Aber wie experimentierfreudig muss denn das Metier insbesondere bei den Zeitungen werden, um diesem ökonomischen Druck, der von außen herangetragen wird, langfristig zu trotzen? Eine Frage vor allen Dingen natürlich an die Zeitungsmacher. Also ich finde extrem experimentierfreudig, auch schneller. Einfach deshalb, weil das natürlich Spaß macht, neue Sachen auszuprobieren. Und da können wir noch was lernen. Gerade in den großen Konzernen neigt man ja dazu, so bis man dann mal die Drehung geschafft hat und ein neues Projekt angeht, dass es irgendwie Wochen, dass es Monate und Jahre dauert. Das ist eine riesige Arbeitsgruppe. Ich bin überhaupt kein Freund davon. Ich bin ein Freund von schnellen Ideen, auch echt mal verrückte Ideen ausprobieren und dann scheitern sie. So what? Ich meine, was probieren Sie denn momentan aus? Also was unser mein Lieblingsprojekt, da habe ich jetzt das so eingeleitet. Wir haben vor 3 Monaten hatten wir die Idee, alle Straßen Hamburgs zu testen. Ja, also dann, das war natürlich dann für die Redaktion der Horror, als ich das vorstellte in der Konferenz. Und die meinten das ja, wer soll das machen? Und ich, ja, wir alle. Und ich hatte schon mal 40 getestet in Alsterdorf. Also wir sind die ganze Stadt einmal abgegangen. 150 Leute haben die Straßen fotografiert, katalogisiert, nach 10 Kriterien bewertet. Und wenn Sie heute auf abendblatt.de gehen, können Sie irgendeine Straße in Hamburg eingeben. Ist völlig egal, finden eine Bewertung, teilweise auch lustige Bewertung. Und können dann auch eine Bewertung abgeben. So. Dazu finden Sie dann schon jetzt die Ärzte, die Restaurants in der Nähe, wo es in der Nähe eine Wohnung frei, was kostet die Wohnung, können draufklicken, können die Wohnung gleich bestellen. Bestellen nicht, also können sich hinten anstellen, da, ne, können dann den Schreck kriegen, sagen, oh Mensch, das ist aber günstig, 1.300 Euro, und stellen fest, es ist der Kaufpreis 1,3 Millionen. Und darunter wird es dann künftig in der nächsten Folge irgendwie die Nachrichten aus dem Umkreis dieser, so. Solche Sachen, das finde ich spannend, das auszuprobieren. Kein Mensch weiß, gibt es jetzt den riesigen Ansturm, wir hatten in den ersten 3 Tagen da glaube ich 80.000 Visits oder so drauf, oder 4 Tagen 80.000 Visits. Kein Mensch weiß, ist das ein Riesending, wird das ein tolles Ding, aber das weiß irgendwie keiner. Und zwar müssen wir nicht über 2027 sprechen, sondern wenn wir vor 2 Jahren hier gesessen hätten, oder vor, was ich, oder vor 4 Jahren, und jemand hätte gesagt, übrigens, bald gibt es diese lustigen iPads, und das ist halt, ja, klar, niemand hätte das verstanden. Und ich glaube einfach, als Journalist musst du Spaß haben an solchen Dingen und vor allen Dingen aber heute so drauf sein, dass du die Idee heute hast und sie bitte in den nächsten 2 Wochen umsetzt. Weil sonst hat sie irgendjemand anders, und die Geschwindigkeit der Wettbewerber, der Googles und so, ist so riesig geworden, dass man sehr experimentierfreudig sein muss. Ich sehe gerade eine Frage aus dem Publikum. Wollen Sie mein Mikro haben? 73.000, wunderbar, dass wir das heute Abend noch geklärt haben, super. Ja, auf jeden Fall. Herr Klussmann, was machen Sie bei der Financial Times, um das, naja, also, oder bei den Kunden und ja Wirtschaftsmedien insgesamt? Was wir, ich glaube, was wir lernen müssen, und da sind wir auch dran, dass wir wegkommen von diesem reinen Senden. Und dass man halt hingeht und die Leser als Recherchequelle, als kommentierende Quelle, als jemand, der einmal auch einen Hinweis gibt und der richtig so Blatt mitgestaltet. Also die New York Times hatte das, ich fand das super, jetzt zur Wahl, da Instagram reingebaut bei sich auf die Webseite. Die Leute konnten halt einfach Bilder hochladen, wie sie gewählt haben, wo sie waren, waren Schlangen vom Wahllokal. War, kann man sagen, war vielleicht nicht relevant, war aber nett. Guckt man sich an. Und von dieser Art Sachen kann man einfach viel mehr integrieren, und dann werden die, es wird einfach bunter, und vor allen Dingen kommen dann plötzlich Ideen auf und Sachen auf die wir selber gar nicht gekommen wären. Und von Fotomaterial über Filmchen, über Ideen, Dialoge, und das bereichert durchaus. Also man muss es auch nicht übertreiben, aber man kann viel mehr machen, als wir, glaube ich, heute alle machen. Also ein bisschen weg vom Senden, und das wäre so die Aufgabe für die nächsten Monate oder vielleicht sogar Jahre. Caroline, du warst doch auf der Besser Online und hast da von Drohnenjournalismus gehört. Ist das die Zukunft für die jungen Journalisten? Also die Zukunft bestimmt nicht, aber von dem, was ich dort gehört habe und gesehen habe und auch schon vorher las, ist es durchaus etwas, was irgendwann ein Teil des Journalismus sein wird. Also Drohnenjournalismus bedeutet letztlich kleine Drohnen, die man für den Privatgebrauch schon so ab 300 Euro bekommt. Die journalistischen sind dann, also die für den journalistischen Einsatz sind ein bisschen teurer. Ich glaube, das fängt so bei 10.000 Euro an, wenn man ein ordentliches Ding haben möchte. Die mir letztlich
nur andere Bilder liefern, als ich die momentan bekomme. Und das ist ein sehr umstrittenes Thema. Also deswegen ist es schwer zu sagen, was für einen Stellenwert das einnehmen wird, weil wir da natürlich ganz schnell, wir sind in der Ecke, dann wir müssen über eine Ethik sprechen. Das ist momentan sogar so, dass ich nicht mal als Privatperson ja, aber sobald ich den journalistischen Einsatz habe, das darf ich momentan gar nicht. Ich muss das ankündigen. Ich muss wirklich eine Genehmigung für den Gebrauch haben und deswegen ist das für den Journalismus momentan noch kaum einzusetzen. So, also ich kann ja nicht heute schon wissen, wo morgen der Unfall passiert, bei dem ich zukünftig die Drohne ganz gut einsetzen könnte. Also es ist interessant, da kommt vielleicht was, aber das würde ich jetzt gerade nicht als das große Thema bezeichnen, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Herr Proster, sind die Hamburger Medienmacher experimentierfreudig genug? Ich würde schon sagen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht, dass die Hamburger experimentierfreudiger sind als andere. Ich glaube, das, was gesagt wurde, ist das Richtige. Das liegt irgendwie im Blut der Medienmacher schon drin, dass man neue Dinge auch ausprobieren will. Also ich meine, eine der Kernkompetenz von Journalisten ist Neugier, insofern auch das Neues ausprobieren wollen. Da muss man dann manchmal im internen Gerangel mit denjenigen, die auf den Budgets sitzen und die Kosten für die Redaktion im Griff haben, dann ein bisschen hin und her gucken. Also wenn ich an mein eigenes Volontariat zurückerinnere, 97, 98, damals hatten wir keine E-Mails, weil der Verlagsgeschäftsführer der Meinung war, wenn wir die hätten, würden wir eh nur Quatsch damit machen. Und einen Online-Zugang gab es auch nur beim sozusagen Chefredakteur. Da konnte man sich dann hinstellen, an seinem Schreibtisch dann mal ein bisschen was nachrecherchieren, weil sie der Meinung waren, wir würden da eh nur rumdaddeln. Das hat sich natürlich grundlegend geändert. Und es gibt einfach einen so enormen technischen Innovationsvorsprung. Also hinter dem kommen wir ja gar nicht hinterher, die publizistischen Konzepte dazu zu entwickeln. Nehmen wir das Beispiel Drohnenjournalismus. Das ist ein Professor, der an der Uni, glaube ich, irgendwo in Colorado dazu forscht. Dessen Idee ist es, dass in den USA momentan ja für teures Geld, weil so diese Highway-Berichterstattung ist da ja ein großes Ding. Die fliegen ja permanent mit einem großen Hubschrauber und einem vollständigen EB-Team drauf, permanent diese Straßen ab und filmen, wenn irgendwo da ein Stau ist. Das gucken sich Leute offensichtlich zumindest dann noch an. Wenn man das mit einer paar hundert Dollar Drohne machen kann, die man automatisch programmiert auf eine bestimmte Flugroute, hat man natürlich ein paar Kosten auch gespart, kriegt aber die gleichen Bilder. Also da habe ich dann sogar Geld gewonnen, das ich an anderer Stelle wieder innovativ einsetzen kann. Und da wird, glaube ich, noch wahnsinnig viel kommen an technischen Möglichkeiten. Ein anderes Beispiel, das ZDF-Studio, dieses berühmte virtuelle Studio, was wir da sehen. Das hat einen zweistelligen Millionenbetrag gekostet, als es eingerichtet worden ist. Das könnte man heute sagen, ernsthafte Menschen für, naja, nicht ganz 50.000, aber ich glaube für 50.000 kriege ich so 90-95% der Funktionalitäten dieses Studios mittlerweile nachgebaut. Also technisch ist das alles kein Problem mehr. Mit unseren iPhones tragen wir mehr Technik mit uns rum, als früher im gesamten Verlagshaus gestanden hat an Rechnerleistungen und dergleichen mehr. Das ist alles nicht der Punkt. Wir müssen hinterherkommen und dafür Konzepte entwickeln. Und da finde ich schon, passiert einiges. Also von dem klassischen Mut hin zu sagen, ich gründe mal eine neue Tageszeitung, bis hin zu Online-Berichterstattungsformaten, die wir hier sehen, ist da unglaublich viel und da bin ich mir ziemlich sicher, das wird weitergehen, weil am Ende ist Journalismus ja nicht Holzverarbeitung, das ist immer so ein bisschen so, es geht einfach darum, die Geschichte auf den Wegen am besten zu erzählen, auf denen ich sie am besten erzählen kann und wenn ich künftig Bewegtbild, Ton und Text gemeinsam über eine Applikation ausspielen kann, ich glaube, da stehen wir noch ganz am Anfang zu begreifen, was da überhaupt geht. Also als ich damals angefangen habe, habe ich nur geschrieben, sonst nichts und also schon Foto war eine Zumutung, ne? Da gab es irgendwie den Sportredakteur, der die Fußbälle in seiner Schublade hatte, die er dann nachträglich aufs Bild geklebt hat, wenn der Fotograf den Fußball nicht erwischt hat, damit das irgendwie auch nach einem dynamischen Foto aussah. So, das war der Höhepunkt des sich Gedankenmachens über Bilder in der Redaktion, in der ich angefangen habe. Da ist man sozusagen im Grundmodus als Journalist doch ein paar Umdrehungen weiter und das ist auch gut so. Ja, genau. Du hast anfangs die Frage in Richtung der Printkollegen gestellt. Dabei finde ich das gar nicht unwichtig, das auch aus der Online-Digital-Perspektive mal zu betrachten, weil das klang auch gerade bei Herrn Klussmann schon an, weil es natürlich so eine gewisse Behäbigkeit gibt. Oder ich glaube, Herr Heider hat es auch gesagt, dass es einfach unheimlich schwierig ist, Sachen durchzusetzen, weil es, und das gilt online ganz genauso, weil es unheimlich lange dauert. So, das liegt an Hierarchien und so weiter. Das ist das erste Problem. Und das zweite ist, was ich sehe, wenn wir zum Beispiel in den Bereich Datenjournalismus gehen, also alles, was irgendwie, wo was programmiert werden muss oder wenn es darum geht, bestimmte Tools, die jetzt gar nicht mal geschaffen wurden für den Journalismus, Beispiel Storyfy, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ansonsten könnt ihr das morgen auf Volker euch anschauen. Weil es von heute Abend ein Storyfy geben wird.
Und das ist zum Beispiel auch so eine sehr coole Sache, die wurde nicht für Journalisten erfunden oder so, aber Journalisten haben die Möglichkeit, einfach sich im Bereich von Startups mal umzuschauen. So, aber um es einbinden zu können auf unseren Seiten, brauchen wir halt die entsprechenden Content-Management-Systeme und da wird es jetzt sehr technisch, aber die CMS, die wir heute haben, die behindern sehr viel dieser Innovation, muss man einfach sagen. So. Hajo Schumacher, Journalist und Geschäftsführer der Textmanufaktur, hat die Medienbranche in einem Gastbeitrag aufgefordert, weniger zu jammern. Also wir Jammerlappen, hieß die Überschrift, und fragt, wo sind die Verrückten, die nicht nur Spiegel Online nachplappern, sondern mit Mut und einem Hauch Todessehnsucht Neues probieren? Hätte man all die Zeit doch nur für kreative Arbeit genutzt, die Journalisten auf Foren und Podien über die ganze Welt klagten? Annalena Alfter, habt ihr mehr Jammerlappen eingeladen zu den Jugendmedientagen oder sitzen da Leute, wie wir heute Abend schon ja gehört haben, auch von den beiden Jungen, die einfach sich für ein Brot im Journalismus, eine, wie soll ich sagen, eine positive Zukunft im Journalismus aussprechen? Bei uns geht es ja erstmal darum, dass man eine gewisse Begeisterung für Medien und für Journalismus entwickelt und auch mitbringen muss. Und ich glaube, das ist auch eine Grundvoraussetzung, das habt ihr ja beide auch eben sehr schön dargestellt, dass das braucht man einfach, um so einen Job überhaupt machen zu können, glaube ich. Und deswegen sind natürlich erstmal die Jugendlichen und die Leute, die auch da, die da auch morgen sprechen werden, vor allem Leute, die so eine Begeisterung mitbringen und auch transportieren können. Und natürlich muss man sich früher oder später, wenn man in einen Job möchte, auch damit auseinandersetzen, wie man davon leben möchte, also wie man eben auch später seine Familie ernähren möchte. Und dann ist natürlich auch das ein wichtiges Thema, dass man über Gehälter auch nachdenkt und spricht und über Tarife. Und das ist, glaube ich, was ganz wesentlich ist und was auch jeden jungen Journalisten beschäftigen sollte. Da muss man sich einfach mit auseinandersetzen. Aber das ist sozusagen immer gekoppelt an diese Begeisterung, die, glaube ich, immer da sein muss in erster Linie. Und in zweiter Linie ist natürlich wichtig, dass man auch ein bisschen drüber nachdenkt, wie man davon lebt. Und dann darf man auch mal ein bisschen jammern, aber die Begeisterung darf, glaube ich, nicht darunter leiden. Ja, trotzdem möchte ich nochmal auf dem Jammern ein bisschen rumreiten. Der Jahreszeitenverlag hat sich vor 2 Jahren von seiner kompletten Redaktion getrennt. Beim Axel Springer Verlag verkündet Matthias Döpfner alle Jahre wieder neue Millionengewinne. Zuletzt waren es, also Bilanz 2011, bereinigter Konzernüberschuss 343 Millionen. Das ist eine Steigerung von 21% im Vergleich zum Vorjahr. Jammern wir auf hohem Niveau, frage ich mich. Und trotzdem, Herr Haider, werden die Redaktionen von Welt und Hamburger Abendblatt zusammengelegt. Und da wäre meine Frage, wie geht es Ihnen persönlich damit? Also erstmal mit der Zusammenlegung ist ja ein bisschen übertrieben. Wir bilden eine Redaktionsgemeinschaft mit der Welt und der Berliner Morgenpost. Und dazu muss man wissen, dass das Hamburger Abendblatt seit Jahren schon mit der Welt in Berlin zusammenarbeitet, bei Auslandskorrespondenten und bei Inlandskorrespondenten, und dass wir künftig diese Zusammenarbeit ausdehnen auf Hamburg, weil Sinn macht, glaube ich, wenn man aus Berlin Texte übernimmt und in Hamburg Texte hat, dass man die dann auch dem Kollegen in Hamburg anbietet. Und ich glaube, es ist schon so wichtig, und das sieht man jetzt auch, wenn man die Mediendienste verfolgt, dass man sich so ein bisschen, wie heißt das, wetterfest macht für die nächsten Jahre, weil die Arbeit wird nicht einfacher. Das liegt jetzt nicht so sehr an den Auflagenrückgängen, die zwar auch spürbar sind, aber nicht ganz so stark. Es liegt natürlich daran, dass sich das Kerngeschäft des Journalismus oder der Zeitungsverlage entkoppelt. Ne? Früher war es so, dass halt eine Zeitung, wer eine Anzeige schalten wollte, brauchte dafür eine Zeitung auf Papier, ja. Heute ist es so, wenn Sie gucken, die großen Rubrikenmärkte im Netz, die für uns extrem wichtig sind, die existieren auch ohne Journalismus. Also bei Springer ist es zum Beispiel Immonet, ist es zum Beispiel Stepstone. Und das ist das Problem. Wenn Sie dann im Moment sehen, dass die Anzeigenerlöse, glaube ich, um die 15% in diesem Jahr zurückgehen, dann ist man gut beraten, wenn man rechtzeitig sich darauf einstellt und rechtzeitig vernünftige Allianzen schmiedet. Nun sind wir aber ehrlich gesagt bei Axel Springer immer noch, gehören zu den Verlagen, die sehr, sehr gute Arbeit, sehr, sehr gute Arbeitsbedingungen, sehr, sehr gut besetzte Redaktionen haben. Und weil wir eben immer, lange bevor sowas losging, uns da rechtzeitig drauf eingestellt haben. Was braucht ein guter Journalist Ihrer Meinung nach? Frage ist an alle. Braucht er Sachkompetenz, Fachkompetenz,
Als erstes braucht er mal, er muss neugierig sein. Okay. Man braucht sowas wie einen guten Spürsinn für Themen. Er darf eigentlich niemandem irgendwas glauben erstmal. Immer alles hinterfragen. Wenn er für eine Website oder eine Zeitung oder ein Magazin schreibt, wäre es nicht schlecht, er könnte auch schreiben. Was auch nicht immer einhergeht, viele Leute recherchieren wild und machen das ganz toll, aber das Zeugs dann im Kopf zu strukturieren, bevor man es aufschreibt, auch das wäre nicht schlecht. Also das ist, wenn man so an der Uni eine Seminararbeit schreibt, das so runterbrechen. Man hat also sich vollgesaugt mit Wissen. Und das dann so zu strukturieren, dass das, was man sagen will, dann auch am Ende verstanden wird vom Leser. Ja. Was noch? Caroline? Kleinigkeiten, aber feste Rechtschreibung und Grammatik kommt in Redaktionen unheimlich gut an. Und darüber hinaus, das geht jetzt natürlich vor allem in meinen Online-Bereich, finde ich auch es zunehmend wichtig, so eine gewisse technische Kompetenz zu haben. Ich sage jetzt um Gottes Willen nicht, Journalisten müssen programmieren können, aber wir leben in einer digitalen Gesellschaft und sind umgeben, also ich habe allein heute Abend hier schon wieder so viele Smartphones gesehen, von dieser Technik so ein bisschen zu wissen, was dahinter steckt, um dann im nächsten Schritt, wenn wir nämlich wieder bei diesen journalistischen Innovationen sind, auf der rein technischen Ebene, die wir vielleicht einbinden wollen, um so ein bisschen zu wissen, wie manche Dinge funktionieren. Was nicht heißt, dass wir dann am Ende die supergeilen datenjournalistischen Sachen selber machen sollen, aber damit einfach Teams, worum es im Journalismus zukünftig meiner Meinung nach auch immer mehr gehen wird, sich bilden können. Wenn ich noch kurz ergänzen darf, also ich habe gelernt im Studium von einem klugen Menschen, der gesagt hat, du musst als Journalist eigentlich nichts wissen, du musst nur wissen, wen du fragen kannst. Das ist sozusagen Punkt 1. Also Fachkompetenz ja, um es dann einzuordnen, aber sozusagen wichtiger ist eher, dass man sozusagen genau weiß, wo man dann richtig recherchiert. Also tatsächlich habe ich als Journalist überwiegend sowas wie formale Skills, die ich können muss. Das war das nämlich vermitteln können. Da würde für mich alles das runterfallen, was hier gesagt worden ist. Das fängt an dabei, dass der Text sozusagen formal oder der Beitrag formal rezipierbar ist und geht hin bis zur Frage, dass ich ein Gefühl dafür habe, welche Dinge ich eigentlich gerade in Beziehung zueinander setze. Und wenn ich ich glaube, ich brauche als Journalist diese Neugier und ich brauche die Leidenschaft und ich brauche die Leidenschaft, glaube ich, in meiner Verantwortung für dieses komische Konstrukt Öffentlichkeit, das wir haben. Also ich muss eigentlich wirklich das Gefühl haben wollen, dass ich Dinge rausfinden möchte, die ich mitteilen möchte, die ich öffentlich machen möchte. Geschichten, die noch nicht erzählt sind, müssen erzählt werden. Ich glaube, das war zumindest mein Antrieb, das war das, was für mich wichtig war. Und ich brauche Demut. Also wenn ich an meine eigene Anfangszeit zurückdenke, ich kann das schön so, im Lokaljournalismus muss man ja alles machen, also muss man auch irgendwie Dinge besprechen. Und da gibt es, also ich habe es bei mir erlebt, noch bei vielen Volontären, die ich hinterher begleitet habe, hat so drei Phasen des Besprechens. Also zuerst findet man alles gut, was man sieht. Das ist so das erste halbe Jahr. Man traut sich nicht, irgendwas zu kritisieren. Man schreibt eigentlich nur euphorische Berichte, aber denkt, ist man auf der sicheren Seite, alle sind begeistert. Dann gibt es die zweite Phase, dann findet man alles scheiße. Also das Pendel springt in die vollkommen entgegengesetzte Richtung, man macht alles ungehemmt nieder, dann fängt es auch an, dass man dafür dann sozusagen Abo-Absagen bekommt und sowas, die einem der Lokalchef dann auf den Tisch legt und fragt, meintest du das wirklich ernst, dass du jetzt den Karnevalisten vorgeworfen hast, dass sie Karneval feiern? Und irgendwann fängt man dann an, tatsächlich abwägend differenziert das auch zu können, aber ich glaube, man muss durch diese beiden Phasen vorher, vielleicht machen andere die schneller mit als ich, der ich mich durch meine Leidenschaft auch manchmal habe wegreißen lassen, in beide Richtungen sehr zum Unguten des publizistischen Produkts am Ende, bis man wirklich in der Lage ist, da auch zu differenzieren und abzuwägen und auch genau zu wissen, in welchem Geflecht bewege ich mich da eigentlich. Das darf mich nicht irritieren, ich muss trotzdem das machen, was ich für richtig halte, aber ich muss es zumindest wissen. Das Schlimmste ist, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man ist im Recht, aber man ist es nur deshalb im Gefühl, weil man nicht lange genug darüber nachgedacht hat, was man da eigentlich tut. Das gibt es auch. Und diese Form von Selbstgerechtigkeit ist sozusagen die größte Klippe, vor der ich als Journalist auch zerschellen kann, wenn ich da nicht aufpasse. Ganz kurz, ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Brauchen Journalisten Haltung? Einfach nur ja, nein? Ja. Dann machen Sie doch direkt weiter, Herr Heider. Sie haben ja. Ich wollte nur sagen, ich glaube, man kann Journalisten über das definieren, was sie nicht haben sollen. Was mir zunehmend auffällt, das ist alles so, was im Bereich Häme, Zynismus, Selbstgerechtigkeit, der Erfolg von Landlust, was ja ein journalistisches Produkt ist, hängt auch damit zusammen, dass sie die Welt einfach so beschreiben, wie sie ist und die Menschen so nehmen, wie sie ist und nicht immer schreiben, alles ist schlecht, alles ist doof, so, ne, diese Jammerei, wie wir es auch machen, das war natürlich klar, wenn der Journalist erstmal was hat, über was er jammern kann und wenn er es dann noch sozusagen über seine eigene Zunft ist, ja, und sich das dann vervielfältigt, dass das natürlich zu diesem Armageddon wird und dass wir dann seit 20 Jahren sagen, in einem Jahr gibt es keine Zeitung mehr. Und mich, also ehrlich gesagt, mich nervt diese Häme, dieser Zynismus, nervt mich kolossal.
dieses, ah, wir wissen sowieso alles besser und ne, das muss irgendwie weg und wir müssen die Welt vielleicht ein bisschen unaufgeregter einfach so sehen, wie sie ist. Und das fällt uns aber nach wie vor schwer. Das hat in der Vergangenheit damit zu tun gehabt, dass der Journalist eben dachte, naja, ich weiß nicht, ich kenne auch noch die Zeiten, wo uns ein Leser anrief und sagte, also wenn ich das Abo morgen, ich möchte mich beschweren über den und den Text und so, der Chefredakteur gesagt, wenn Sie noch einmal beschweren, erkenne ich Ihnen das Abo ab. Ja, das ist 15 Jahre her. Aber von diesem hohen Ross kommen wir so ein bisschen und davon müssen wir weg. Und einfach so, das werden, was wir sind, ja, Geschichtenerzähler, die aber eben nicht in jedem, wirklich, also in jedem, also du guckst so lange, ein Mensch macht eine Restaurantkette auf, 60 Restaurants sind proppevoll, das 61. Da sind noch drei Stühle. Was wird der Journalist daraus machen? Holpriger Start der neuen Restaurantkette. So. Und über solche Dinge muss man manchmal irgendwie auch nachdenken, weil die Menschen, mit denen ich spreche, mit denen Leser, die sagen, die sind nicht so. Die sehen das Ende der Welt nicht, die sind auch unsere Übertreibung, ja. Nun kann man über das Handy sagen, was man will, aber es ist wirklich ein Monstersturm auf New York und hätten wir nicht tatsächlich als Journalisten, dann sind wir da nicht so verblendet, dass wir nur auf New York gucken, weil das New York ist, ja, und nebenbei halb Haiti und Kuba liegt da nieder und wir sagen, oh Gott, die armen New Yorker, lass uns mal eine Hilfsorganisation gründen. Also es gibt viele Dinge im Journalismus, für die diese Haltung, dass mir das wichtig ist, und die Journalisten müssen auch merken, dass sie nachhaltigen Journalismus machen müssen, ja, wie wir teilweise einfallen bei Themen in ganze Gebiete. Ich habe in einem Song gearbeitet, da ist ein kleiner Junge verschwunden, da ist es zum ersten Mal mir klar geworden, in was für einer Brachialgewalt die Menschen dann einfallen, die Journalisten, nach 5 Tagen wieder weg sind und denen auch egal ist, was dann dahinter ist. Ja, das ist übrigens auch der Vorteil, wenn man mal beim Harburger Wochenblatt oder bei lokalen Zeitungen arbeitet. Ne? Also ich, über Angela Merkel kann ich alles schreiben, was ich will, die wird nicht wissen, wer ich bin und ich treffe sie alle 2 Jahre einmal so. Bei Olaf Scholz ist was anderes, den sehe ich 30 Mal im Jahr und muss ihm in die Augen sehen. Und diese Verantwortung zu spüren als Journalist, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und dann am Ende, ich sage es ganz kurz noch, welche jungen Journalisten sind mir aufgefallen und wodurch zuletzt, es klingt so banal, die letzte junge Journalistin, die mir positiv aufgefallen ist, ist durch eine hammergute Geschichte. Das war eine Geschichte über... Es war eine Kollegin, die traf alle ihre Facebook-Freunde. Also, und die sagten, woher kennen wir uns? Ja, und durch einen Zufall. Also traf Facebook-Freunde, die sie gar nicht kannte. Und die Geschichte war einfach wunderbar aufgeschrieben. Und am Ende ist es dann eben doch noch, dass das die sind, die dir auffallen. Und ehrlich gesagt, davon gibt es nicht mehr so viele. Genau, davon gibt es nicht mehr so viele. An der Makromedia studierende, ein Special Interest Thema, also Kultur- oder Sportjournalismus. Wir haben heute schon gehört, dass das auf jeden Fall in den Beruf führen kann, dass das eine gute Voraussetzung ist, um einen guten Karrierestart hinzulegen. Wenn diese jungen Leute hier, die demnächst bei der Makromedia abschließen, bei Ihnen in der Redaktion vorbeiklopfen würden, und ich weiß, dass Sie, Herr Heider, ja auch schon ein Kooperationsprojekt gemacht haben mit dem 4. Semester hier im Hause, zum hyperlokalen Journalismus. Wenn die bei Ihnen anklopfen würden, in welchen Positionen würden die bei Ihnen anfangen? Müssen die nochmal ein Volontariat machen oder wären die Jungredakteure? Wie würde das aussehen? Anklopfen reicht nicht. Also anklopfen und reinkommen, also die müssen echt schon, erstmal müssen sie mich überzeugen, dann ist, würde ich sagen, ist dann alles möglich, ist in diesen Zeiten noch mal schwer zu sagen, aber ja, wenn da so eine Geschichte ist und du denkst, Mann, das ist ein Talent, dann kann man über alles reden. Gar keine Frage, aber es muss echt so eine Geschichte sein, wo du sagst, hey, und wie gesagt, so viele gibt es da nicht, und lassen, das ist ja meine Botschaft, lassen Sie sich nicht irre machen, es gibt extrem viele Leute, die sich mit der Technik auskennen, es gibt extrem viele Leute, die das alles wissen, diese ganzen, ne? Aber es gibt immer weniger Leute, die ganz normal eine Geschichte erzählen und aufschreiben können, dazu übrigens auch noch so allgemein wissen, wir hatten neulich Volontärstest, ja, wo wir dann in der einen Runde jemanden hatten, der dann auf die Frage schrieb, wer wählt den Bundeskanzler, den Bundespräsidenten, der Bundespräsident. So, auch das ist so eine Sache, wo du denkst, also der Bundeskanzler wird nicht vom Bundespräsidenten gewählt. Es lacht keiner, alle so, Moment, stimmt doch, wo war denn der Fehler? Also auch das ist nochmal eine Sache, Grundwissen, aber sie erreichen, also Menschen wie mich, die so ein bisschen Leidenschaft für Journalismus haben, erreichen sie einfach durch tolle Texte und tolle Ideen. Nochmal die Nachfrage, würden die als Jungredakteure anfangen und dann würden die ja schon so über 2000 Euro verdienen oder müssten die nochmal ein Volontariat machen? Wie würde das aussehen bei Ihnen im Hause? Es kommt auf die Eignung an. Wenn das ein tolles Talent ist, kann er auch sofort Chefreporter werden. So, ehrlich gesagt, wenn ich sage, tja, ist so Mittelmaß, dann hat er wahrscheinlich bei uns gar keine Chance. Wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Klussmann?
ich würde sagen, es hängt davon ab. In der Regel ist es so, dass so wie bei den Journalistenschulen, um da aufgenommen zu werden oder auch bei uns für ein Volontariat, muss man eigentlich ein abgeschlossenes Hochschulstudium mitbringen. Wenn man jetzt Journalismus studiert hat und während der Zeit ganz viel, also ich sag mal die Hälfte oder sowas, praktisch gearbeitet hat und ein halbes Jahr da war und in der Online-Redaktion und hier und man, sagen wir mal, das Handwerk richtig gut drauf hat, dann weiß ich nicht, ob man nochmal volontieren muss. Das würde ich davon abhängig machen, was der kann, was der weiß, vielleicht auch wie alt er ist. Und das muss auch nicht jeder, der bei uns arbeitet, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft oder so Zeugs studiert haben. Gibt auch ganz normale Menschen. Okay, also auch Kultur- oder Sportjournalisten wären bei Ihnen willkommen. Ja, also wir haben Sportjournalisten und es gibt auch Leute, die aus der Sportredaktion ins Reporterteam, das sind ja oft die besten Schreiber, sind ja Sportleute, rüberwechseln. Wenn jetzt einer als Kulturjournalist ausgebildet wurde, wird er nicht gleich EZB-Korrespondent, ne? Aber das will der im Zweifel auch gar nicht. Okay, ich eröffne jetzt die Fragestunde ins Publikum. Wir konnten das leider anders nicht technisch lösen, weil wir, wie gesagt, die Mikros alle hier vorne haben. Welche Fragen gibt es aus dem Publikum? Und wer trägt das Mikro rum? Christoph? Ja, das wäre lieb. Genau. Welche Fragen gibt es an die Expertenrunde? Nutzen Sie die Zeit, um einen guten Eindruck zu machen. Hallo, Sarah Pust, Pusteblume Media. Ich habe eine Frage an die Chefredakteure. Näher ran, glaube ich. Eine Frage an die Chefredakteure. Für was zahlen Sie mehr? Also Sie haben ja sicherlich feste Honorarsätze. Und bei was für einer Geschichte sagen Sie, okay, das ist mir mehr wert? Was muss dahinter stecken? Also bei uns, also bei mir ist so, wenn ich, normalerweise haben wir ganz normale Zeilensätze oder wir haben eine Pauschale für eine Geschichte. Und wenn jetzt einer mit einer Geschichte kommt, die wahnsinnig aufwendig recherchiert ist, dass der da ewig rum telefoniert hat, Leute getroffen hat und so weiter, also ein Riesenaufwand dahinter steckt, dann wäre es unfair, den für die Zeilen oder für die Seiten, die er in einem Magazin abgedruckt kriegt, zu bezahlen. Da muss man einfach sagen, das Ding ist so geil, dafür kriegst du jetzt die Kohle und im Zweifel geht er damit sowieso zu jemandem anderen. Also richtig gute Geschichten, dafür wird dann auch sehr ordentlich gezahlt, weil da gibt es dann auch einen Wettbewerb der Redaktion. Wenn es jetzt, ich sag mal, so eine Kinorezension oder irgendwelche Sachen sind, wo man sagt, das ist jetzt keine Commodity, weil es gibt Leute, die können das besser schreiben als andere, aber da würde man sich wahrscheinlich an die normalen Zeilensätze halten oder bei irgendwelchen Pressekonferenzen, irgendwelche Newsgeschichten. Aber wenn es ein bisschen aufwendiger wird oder vielleicht noch irgendwie Fotos mitgeliefert werden, oder ein Filmchen, was auch immer, oder der macht zwei Versionen, was für die Zeitung, was für die Website, dann gibt es mehr. Nächste Frage. Ich habe keine Frage, möchte aber gerne noch etwas anmerken, wenn ich darf. Und zwar, dass es auch immer wichtig ist, beim Berufseinstieg oder auch danach dafür zu arbeiten, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Was ja auch, denke ich, etwas damit zu tun hat, in die Tür reinzukommen und Qualität zu zeigen. Auf dem Symposium, bei dem ich Katharina Schröder kennenlernte und sie mich für die Makromedia begeistert hat, sprach Menzo Heil, ihr Vorvorgänger. Und ich habe dem so viele Fragen gestellt während dieses Symposiums, dass der danach gesagt hat, möchtest du nicht mal ein Praktikum bei uns machen? Und danach habe ich insgesamt anderthalb Jahre auch als Freier für den Sportteil vom Abendblatt geschrieben. Und ja, dass man immer als Junger dafür arbeiten muss und als erstes in der Redaktion sein, als letztes die Tür zu machen, damit man den Zeitpunkt nicht verpasst, an dem es dann etwas zu tun gibt und man dann derjenige ist, der angesprochen wird, willst du nicht mal. Okay. Noch eine Frage? Dann die letzte Runde muss ich jetzt leider etwas abkürzen. Wir hatten uns überlegt, zum Schluss noch zu fragen, warum brauchen wir heute eigentlich noch Journalismus? Aber ich denke mal, das Podium hat gezeigt, wir alle sind voll in favor für den Journalismus. Wir gehen dafür.
Und ich möchte mit einem Schlusssatz enden. Moderator der NDR Talkshow und Produzent und Grimme-Preisträger Hubertus Meyer-Burckhardt hat nämlich zuletzt hier gesessen in der MHMK Lounge und der zitierte Karl Popper und meinte, es gibt keine vernünftige Alternative zum Optimismus. Und damit möchte ich jetzt eigentlich die Runde hier beenden. Aber nicht ohne noch darauf hinzuweisen, dass am Sonntag beim Abschlusssymposium geht es nochmal um den Wert der Ausbildung bei Ihnen. Können Sie dazu noch mal was sagen, wer da auf dem Podium sitzt, Annalena Alfter? Da erwischen Sie mich jetzt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer auf dem Podium sitzt. Okay, dann sage ich das. Thomas Horki hier von der Makromedia Hochschule wird auf dem Podium sitzen. Als DJV-Vertreter der Leiter der NDR Fort- und Weiterbildung Fred Kröhr-Bürgermann und moderiert wird das Ganze von der jungen Vertreterin im DJV Jana Lavrov. Und da geht es um den Wert der Ausbildung, sicherlich auch ein sehr interessantes Symposium für Sie. Und ja. Aber ich würde auch gerne einladen, dass ihr vielleicht auch, wenn ihr Lust habt, morgen auch schon vorbeikommen könnt. Wir sind im Terminal Tango mit den Jugendmedientagen und diskutieren auch mit verschiedenen Referenten. Ulrich Wickert hält eine Keynote und am Abend geht es auch nochmal um das Thema Wahrheit und Agenda-Setting und die Rolle der Medien. Hier diskutiert auch zum Beispiel Matthias Müller von Blumenkron und Thomas Krüger, der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall auch sehr spannend. Genau, also, und hier wird es auch spannend in der Makromedia am Sonnabend oder für die, die von auswärts kommen, am Samstag. Wird hier sozusagen die Makromedia als Veranstaltungsort dienen. Ja, und dann kann ich uns eigentlich nur noch einen schönen Abend wünschen. Ich hoffe, jeder von Ihnen hat einen Einblick oder mindestens einen Einblick heute Abend gewonnen, den er mit nach Hause nimmt. Nimmt mindestens einen guten Kontakt heute Abend mit nach Hause. Und jetzt kann ich nur noch sagen, unterhaltsames und amüsantes Netzwerken. Ich danke natürlich meinen Podiumsgästen für die offene und unterhaltsame Darstellung und ich danke auch Ihnen für Ihre sportlichen Übungen. Schönen Abend.